Willkommen zu Du bist. Heute spielen Etienne, Steffen, Nils und Simon das neue Catan Energien. Bei dieser Fortsetzung des beliebten Klassikers ist die Insel im 21. Jahrhundert angekommen und benötigt Energie. Dafür müssen neben den gewohnten Straßen, Dörfern und Forschungsstätten auch Kraftwerke gebaut werden. Zu Beginn eines Zuges wird zuerst ein Ereignischip gezogen und auf dem Spielfeldrand abgelegt. Ist eine Rubrik voll, wird das Ereignis sofort ausgelöst. Die Ereignisse können sich positiv oder negativ auf das Leben auf Catan auswirken. Beispielsweise sorgen Umweltschäden dafür, dass ein Feld vorübergehend keine Erträge mehr liefert. Im Anschluss kann wie gewohnt gewürfelt und geerntet werden. Neben den üblichen Rohstoffen Metall, Holz, Wolle, Ziegel und Getreide kommen neu sogenannte Forschungskarten für Forschungsstätte und Energiemarker für Kraftwerke hinzu. Die Energiemarker können zum Beispiel für das Kaufen von Rohstoffkarten oder den Kauf eines Lagerhauses verwendet werden. Wird eine 7 gewürfelt, kommt der Umweltinspektor zum Einsatz. Landfelder, auf denen er steht, schütten keine Erträge aus. Außerdem müssen alle Spieler mit mehr als 7 Handkarten die Hälfte ihrer Karten abgeben. Der Spieler, der die 7 gewürfelt hat, darf nun den Umweltinspektor versetzen und von einem anderen Spieler eine Karte klauen. Nach der Ernte kann jetzt mit den entsprechenden Rohstoffen wie gewohnt gebaut werden. Dabei sorgen Dörfer, Forschungsstätte und braune Kraftwerke für eine Erhöhung der Verschmutzungsskala und grüne Kraftwerke für einen Rückgang. Jeder Spieler hat zusätzlich ein eigenes Tableau mit seiner eigenen Umweltbilanz vor sich liegen. Das Spiel endet, wenn einer der Spieler 10 Siegpunkte erreicht hat oder keine Chips mehr im Beutel sind. Dann entscheidet die beste Umweltbilanz. Und jetzt viel Spaß bei Du bist und Catan Energien. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu Du bist. Wir spielen Catan. Catan Energien, die neueste Variante des beliebten, wahrscheinlich eines der beliebtesten deutschen Brettspiele, möchte ich fast sagen. Vielen Dank an dieser Stelle an Cosmos, die uns das Ganze hier zur Verfügung gestellt haben. Und schön, dass ich hier mit euch zusammen sitzen darf. Ich frage mich, wie ich hier reingeraten bin, aber wird schon. Hallo Nils. Hallo Steffen, hallo Simon, hallo, du warst noch. Edel Live. Sehr gut. Aber ich möchte kurz fragen, ob du weißt, auf was du dich hier eingelassen hast. Ich weiß nicht, mir wurde nur gesagt, Herr Steffen, kannst du da einspringen? Und dann habe ich gesagt, Und dann saß ich hier plötzlich. Mir wurde gesagt, ich spiele irgendwas mit Johanna. Ach so, Johanna, vielleicht müssen wir noch mal kurz. Wir müssen noch mal kurz tauschen, glaube ich. Ne? Nein, vielleicht lieber wir spielen einfach Catan. Das ist gar kein Problem, die Leute. Ich bin ein Catan-Veteran. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Doch, ich weiß, dass ihr auch Catan-Veteran seid. Simon, Catan. Ich glaube, ich habe es einmal gespielt. Ja? Ich finde die auch voll schön. Wir haben das doch früher auf Xbox Live ganz viel gespielt. Ja, daran kann ich mich erinnern. Aber ihr habt das mehr gespielt als ich. Aber das war ja wieder ein bisschen anders. Ne? Das hatte nicht diese Art das von... Das hier ist auch komplett neu. Genau, das ist komplett neu. Die Regeln habt ihr natürlich gerade schon gesehen. Das heißt, wir können einfach anfangen. Wir haben uns dazu entschlossen, by the way, wir platzieren unsere Startsiedlungen und so weiter, Phase zu überspringen und haben einfach das genommen, was im Regelbuch vorgegeben wurde. Ich weiß, Catan-Fans da draußen werden jetzt schon aufspringen und eigentlich zum Fernseher rennen wollen, um ihn wütend zu schlagen. Aber es ist jetzt einfacher gewesen, bevor wir uns hier eine Stunde lang damit befassen, wer sich vorhin pflanzt. Eine Stunde ist optimistisch. Sehr optimistisch. Ich würde aber sagen, wir würfeln einfach darum, wer anfängt. Nils, willst du anfangen mit dem Würfeln? Ich mit dem Anfangen? Eine 5, sehr gut. Mhm. Simon? Nicht so leicht zu schlagen. 1. Man muss nur mal ganz fest dran glauben. Ja, natürlich. Es wird bestimmt funktionieren. Siehst du, an die 4 habe ich geglaubt. Ich auch. Dann beginnt Nils und wir gehen dann im Uhrzeigersinn rum. Und wir starten jetzt natürlich nicht mit dem Würfeln, lieber Nils, sondern du darfst in das Mystery Bag hier reingreifen. Mystery Bag! Weißt du, was der offizielle Name dieses Bags ist? Da darf man nicht luschern, ne? Nicht luschern. Ist da nicht immer das Gleiche drin? Es sind unterschiedliche. So, ich habe eine Fabrik. Ergaunert, die kommt dann wahrscheinlich hier in die dementsprechende Schmuddelecke. Ganz genau, hier in die Schmuddelecke. Das ist die Produktionssteigerung. Also wenn da noch 2 zukommen, wird die Produktion gesteigert. Aber jetzt nur für Leute, die contributed haben, ne? Also nur für die Person, die die meisten Verschmutzungspunkte hat. Also vielleicht lohnt es sich da mal ein bisschen. Wo sehe ich meine Verschmutzungspunkte? Wir starten alle mit den gleichen, nämlich mit 3. Deswegen sind wir insgesamt bei 12. Na gut. Okay. Dann hole ich mal so Dice, ne? Ja, komm. Gib uns mal ein paar richtig geile Ressourcen hier. 2. Eine 3 insgesamt. Oh, das ist schön. Da erhalte ich was. Wir fangen mal an. Ich gebe mal die Ressourcen aus. Ja, ich mache das sehr gerne. Simon bekommt hier nämlich zum einen ein Stahl und einen Forschungspunkt. Herzlichen Glückwunsch. Gratuliere. Blau ist, das bin ich. Ach, was ein Zufall. Ich bekomme auch einen Stahl. Wo ist noch eine 3? Dahin ist noch eine 3. Da bekommt Nils ein Garn. Nur um das kurz zu verstehen. Ihr habt jetzt gerade alle was gekriegt außer mir.
Danke. Ja, ja, ja. Genau, Eddie läuft wieder genau so. Ich krieg Garn, du kriegst Garn nichts. Ja, Nils, du darfst agieren, wenn du möchtest. Du willst gut so bauen, handeln. Ja, erste Runde muss man natürlich jetzt erstmal auch ganz. Sind die nicht normalerweise verdeckt? Das sind deine Handkarten. Wie zum Start ist ja klar. Weil alle, ja, aber. Ihr könnt aber die offenlegen, ihr könnt die auf die Hand nehmen. Ja. Als ob der Simon sich. Aber muss man die nicht offen auslegen? Nee. Müsst ihr nicht offen auslegen. Ach so. Später wird es natürlich auch wichtig. Du schaut nicht auf meine Karten. Die Preise sind ja hier so, was kostet. Ja, genau. Ist das richtig? Okay, okay, das kostet das, alles klar. Und das kostet. Ja, wenn ich den Simon dann frage, kannst du mir Stahl geben? Und er sagt, ich habe keinen Stahl, jetzt sehe ich es ja. Ja, das ist eine Entscheidung. Genau, also das wäre eine Lügerei. Mein Land ist offen und transparent. Sehr gut. Das finde ich gut. Schon. Du bist eher so abgetrennt, abgeschlossen. In Nordkorea. Und da kriegt man, okay, das zack, zack. Wo, wie, da hast du ganz wenig Kohle. Kann man immer 2-1 tauschen? Oder? Nein, genau. Grundsätzlich könnt ihr nur 4-1 tauschen. Wenn ihr allerdings hier einen Hafen habt, das heißt hier eine Siedlung an einem dieser Eckpunkte, dürft ihr entweder 3-1 tauschen oder die entsprechende Ressource 2-1. Normalerweise darf man nur 4-1 tauschen. Also 4 der gleichen gegeneinander. Und gilt immer noch die 2-Straßen-Abstand? Ja. Okay. Das gilt immer noch, das ist immer noch das normale Katar. Ihr könnt bei mir aber auch jederzeit 4-1 tauschen. Das finde ich sehr nett von dir, Simon. Das finde ich sehr nett. Simon, willst du tauschen? Mit mir. Jetzt legt er schon los mit dem anderen. Ja, komm, nee, frühe Allianzen haben sich durchaus bewährt. Hans Allianz. Also ich habe natürlich ein Überangebot an Stahl. Ich gebe dir 3 für 2. Okay. Und was? Ich möchte von dir. Ich habe aber nur eins. Ich gebe dir die 3. Mhm, okay. Also zweimal Stahl und einmal Garn. Nach all der Zeit. Nein, das kann ich natürlich nicht machen. Damit gebe ich dir ja, ich gebe ja meine Vielfalt, meine Gestaltungsvielfalt damit her. Ich habe nur eine kurze Frage. Was, willst du? Nee, was will man denn bauen? Was, ich verstehe es noch nicht. Wofür brauchen wir die Ressourcen? Was hättest du denn jetzt gebaut damit? Ich kann das nicht verraten, aber willst du. Taktik. Willst du. Taktik. 2-3? Was willst du von mir haben? Ziegel. Und Holz. Und du kriegst diese 3. 2-3. Guter Tausch. Ja, warum nicht? Finde ich gut. Das ist nicht clever. Ich glaube auch, du bist zu gönnerhaft. Nee, ich hab ja, in die Falle sind schon viele getappt. So, ich baue eine Straße. Ist ja okay. Ist schon jetzt. Cockblockt er mich. Siehst du? Und jetzt baue ich so eine Siedlung. Yep. Bist du fertig, Nils? Ja, ich bin fertig. Okay. Dann ist Simon jetzt dran. Simon darf als erstes in den Mystery Bag greifen. Ja. Wir können ja vielleicht mal gleich tauschen oder so. Ja. Was hast du denn für einen? Diesen kleinen sprechenden Kollegen. Das kommt hier oben hin. Und ist, wenn das voll ist, Tickpunkt. Wer die wenigsten Verschmutzungspunkte hat, nimmt sich einen beliebigen Rohstoff oder eine Forschungskarte. Und wer die meisten Verschmutzungskarten hat, legt eine Karte zurück. Also du hast der Wind, wer hat schon was gebaut? Du hast der Windfall am meisten. Aktuell ist es sowieso nicht richtig, nur wenn das voll ist. Wenn die alle 3 hinliegen, dann wird es. Nur wenn, nur dann? Ja. Okay. Und ich krieg gar nichts? Doch, du hast Würfeln jetzt. Und ich habe jetzt eine Verschmutzung kreiert, sozusagen. Ja. Ich bin der Verschmutzer. Du bist jetzt gerade der große Verschmutzer. Aktuell der Hauptverschmutzer. Bist du der Hauptverschmutzer. Ich bin gelb, ja? Du bist gelb. Und ich würfel mit 2. Du hast mit 2 Würfeln, genau. Und jetzt schauen wir mal, eine 10. Das heißt, wir gucken uns einmal, wo 10 ist. Eine 10 haben wir zum Beispiel. Ah, hier, da bei dem Gelben. Da ist niemand. Kann ich da jetzt? Du kriegst tatsächlich noch nichts, weil hier ist nichts von dir gebaut. Der Blaue kriegt was. Aber ich bekomme ein Holz und einen Forschungspunkt. Und die 10 ist gut, gefällt mir. Kann ich da jetzt bauen? Das hat eine, meine, ich bezahlt wieder nichts gekriegt. Jetzt darfst du was machen, genau. Bauen, Straße. Ja, zum Beispiel. Ich mache erstmal eine Straße und die genau, das kostet wäre ein mich Holz wie viel? Und ein Ziegel. Ein Holz und ein Ziegel. Ein Holz und ein Ziegel. Korrekt. Hm? Hast du das geschafft? Guter Tausch. Wenn doch jemand irgendwie, ich gebe dir das mal, okay, nochmal eine Straße kann ich nicht machen, aber ich könnte ja jetzt, ihr müsst mir ein bisschen helfen, aber ja, könnte ich denn jetzt hier so eine Hütte, so ein Village bauen? Genau, dazu bräuchtest du jetzt noch einen Ziegel und ein Holz, was du jetzt nicht mehr hast. Und gar kein Stahl, oder was? Stahl brauchst du für die Forschungsstädte. Damit kannst du quasi deine Siedlung erweitern. Und da bräuchtest du jetzt nur eine Nahrung, um deine Siedlung zu einer Forschungsstadt zu erweitern. Ja, okay, aber ich habe hier keine Siedlung. Hm. Nee, du hast ja hier eine Siedlung, ne? Du könntest zum Beispiel diese einfach wegnehmen und zu einer Stadt machen, indem du 3 Stahl und eine Nahrung ausgibst. Ja. Ja? Also du hast, 2 Nahrung. 3 Stahl, 2 Nahrung. Wer kann mir Nahrung geben? 2 Stahl und Nahrung? Also, ja, selber. Will jemand, wer hat Nahrung? Eine Nahrung? Rede nicht mit mir, bitte. Aber vielleicht hast du ja, ich kann dir zwar eine Idee geben. Die kannst du natürlich auch selbst benutzen, um ein Kraftwerk zu bauen, wenn du möchtest. Ein braunes Kraftwerk.
Ja, klar. Brauchst du mir der Scheiße. So. Ja, dann könntest du die eine ausgeben. Die hat der liebe Gott ja nicht umsonst in die Erde gepackt. Du sollst dir alle Lebewesen und Kohlebergwerke untertan machen. Dann kannst du mir einmal hergeben. Einfach nur die Idee. Nee, nur die Idee brauche ich. Genau, so. Und jetzt kannst du eine deiner... Das kostet gar nichts. Wo hat er das denn her? Er hat das vorne erwürfelt. Die habe ich vorhin bekommen, ja. Eine von deinen braunen Generatoren unten links kannst du jetzt wegnehmen. Ja. Und darfst du irgendwo dran setzen, an, entweder hier an deine Siedlung, entweder nach da oder da. Oder und wie kann ich wen behindern, wenn ich jetzt hier hinsetze? Behindern, kann da keiner mehr... Du musst es an deine Siedlung ranbauen. Das so einfach, eigentlich, ne? Erstmal überhaupt. Okay, ich dachte, ich will nur jetzt auch keinen Streit auslösen. Ich bin da sehr friedfertig. Du könntest jetzt aussuchen, ob du es lieber hier hindrehen möchtest, hier hindrehen oder hier hindrehen. Ich würde dir empfehlen, es hier hinzudrehen, weil die 9 öfter gewürfelt wird. Das heißt, wenn ist das so? Tatsächlich ja. Das liegt an der Größe der Zahlen, zeigt an, wie oft das wirft. Ja, natürlich. Du kannst die 9 mit einer 5 und einer 4, mit einer 6 genau. Und einer 3, mit einer 7 und einer 2. Weil ich das jetzt 2 Würfel haben. Lol. Mhm. Der Fakt ist jetzt, wenn wir eine 9 würfeln, Simon, bekommst du jetzt eine von diesen Stromressourcen von ihm. Okay. Das hilft natürlich. Aber unser globaler Output an... Danke, Simon. Ja, mit dem ganzen Kram hier, jetzt hören Sie mal auf mit dem ganzen Umweltkram. Wir sind hier gerade in der Entwicklungsstufe, wir beide. Wir müssen erst mal anfangen. So. Willst du noch was machen? Also, Entschuldigung, wenn ich frage nochmal, aber kann ich denn überhaupt jetzt noch irgendwas Sinnvolles siehst machen? Du hier auf deiner, siehst du die Preise? Genau, du könntest noch eine Eignungskarte bauen, wenn du willst, aber du könntest auch einfach darauf sparen, noch eine Stadt später zu bauen. Könnte ich bauen. Könntest aber halt auch sparen, bis du eine Stadt bauen kannst, da brauchst du ja nicht mehr so viel für. Aber sind nicht genau die beiden Ressourcen, die ich eigentlich brauche, für die Stadt weg? Du meinst doch hier Holz und... Da steht du für die Siedlung brauchst du, genau. Für die Siedlung Holz, Lehm, okay, ich habe Essen und Garn, okay, ja gut. Nee, dann lass ich's mal. Okay. Dann wandern die Würfel hier rüber. Jeder darf einmal ins Mystery Bag greifen, bevor er würfelt. Mystery Bag. Das ist wieder die Klimakonferenz. Wir nähern uns der Klimakonferenz, liebe Leute. Und das heißt, die Hauptverschmutzer kriegen Ärger? Ja, und die Leute, die bisher noch nicht verschmutzt sind, die werden belohnt. Toll. Na dann würfel mal. Eine 4. Hatten wir die nicht eben schon? Nee, hatten wir nicht. Dann bekommt hier einmal Pink eine Nahrung. Bitteschön, Nils. Einmal Wiese. Einmal Wiese. Zack, für Eddie. Und einmal Wiese für Nils. Und das war's, glaube ich, oder? Ja. So. Wo kriege ich denn die Wiese her? Entschuldigung, es war gelb. Guck mal, wie fair ich bin, oder? So ein fairer Spieler. Vielen Dank. Meine Devisen. Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, du bist nicht unfair. Das stimmt, ja. Nee, das ist ja ein aktiver Akt. Nicht unfair sein ist passiv, wenn ich nichts mache. Das heißt, ich nehme nicht Vorteil durch Unfairness. Aktives Fair sein ist fair sein. Warum diskutierst du, warum überhaupt noch? Lass mich jetzt in Ruhe. Du hast angefangen zu reden. Auch wahr. Was machst du, Eddie? Ich baue eine Straße. Eine Straße? Mhm. So, jetzt muss ich mal gucken, wie man hier sowas baut. Also, dafür brauche ich einen Backstein, ein Toastbrot, ein Garn. Möchte jemand ja. mit mir tauschen? Ja. Ich brauche Holz. Das brauche ich auch. Habe ich nicht mehr. Was willst du mir dafür geben? Ich habe aber kein Holz. Ah, ärgerlich. Was willst du mir dafür geben? Ich würde dir einen Stahl zum Beispiel dafür. Nee, davon habe ich en masse. Dann würde ich dir einen Garn dafür geben. Hast du nicht... Das ist das Einzige, tatsächlich das Einzige. Nahrung? Nee, die brauche ich selber. Ich dann kann ich dir da nicht helfen. Und wenn ich dir Stahl und Garn gebe? Nee, ist bei mir nichts. Okay. Das Angebot ist verfallen. Dann Dankeschön. Nehme ich eine Sonderkarte. Darfst du hier anziehen? Die kommt auch auf deine Hand. Es kann sein, dass es ein Siegpunkt ist. Es kann aber auch sein, dass es anderes ist. Achso, wir haben übrigens vergessen, wir müssen natürlich auch hier die Siegpunkte weitermachen, denn ihr habt ja schon ein bisschen was gemacht. Also es gibt noch Siegpunkte. Ja. Ah, okay. Achso, und wer zuerst 10 hat, hat gewonnen. Aber kriege ich gar nichts? Ich habe doch auch ein Kraftwerk. Für ein Kraftwerk gibt es keine Siegpunkte, sondern nur für die Dinger und die Dinger. Also ich beende meine Runde hier. Achso, das kommt hier wieder rein. Kannst du schon mal einsortieren, bitte? Vielen Dank. So, jetzt mach mal bitte nicht hier diese Volksversammlung. Ja, Entschuldigung. Nein, ernsthaft. Ihr habt angefangen damit. Passiert das? Wir haben hier einmal hier Müllkram. Das ist die Umweltkatastrophe. Und da würden wir, wenn das voll ist, einen Umweltschaden auf alle Landfelder mit dieser Zahl würfeln, die wir erwürfeln, was nicht geil wäre. Aber jetzt würfel ich erstmal nochmal. Das ist eine 6. Stark. Eine 6. Jetzt kriege ich 2, oder? Wenn ein großes da steht. Du kriegst jetzt einen Stahl und eine von diesen Ideenkarten. Du bist der Leader. Moment.
Normalerweise bei den großen Städten kriegt man noch zwei Karten. Korrekt. Kriegst du in diesem Fall auch, aber eine davon ist die Ressource und du kriegst diese Ideenkarte. Das ist das Neue an Hertan. Gar nichts. Wir kommen jetzt zu dir. Was ist nochmal die Ideenkarte? Dann kannst du die Kraftwerke bauen. Das ist das, was ich hatte. Genau. Du kriegst tatsächlich nichts, ich bekomme auch nichts, Simon. Wir sind beide an einem 6 dran. Aber bei einem noch nicht, okay. Genau, wir müssten hier an so einer 6. Sehr gut. So, liebe Leute, hat jemand Nahrung für mich? Ich bin bereit, sehr viel dafür zu bezahlen. Das ist Nahrungsbrot oder was? Ja, also ich habe ein Brot, aber... Was willst du denn? Was willst du denn dafür? Ich kann Stahl anbieten oder ich kann Garn anbieten. Ich würde dir natürlich super gerne helfen, aber... Ich kann dir auch einen Stahl und einen Garn anbieten. Stahl und Garn? Mhm. Für eine Nahrung? Ja. Stahl, ja, na gut, dann gib mir das. Ja? Dankeschön, Nils. Weil du auch mit mir gehandelt hast. Unsere Handelsbeziehungen sind auf jeden Fall sehr fruchtbar für uns beide. Abwarten. Ich würde das mal eine Stadt bauen mit 3 Stahl und 2 Nahrung. Ja, klar. Scheiß auf die Umwelt, Steffen. Okay. Mir war wichtig, dass Steffen auch mit in diese Verschmutzergilde kommt, dass wenn gleich Volksversammlung ist, dass du schön auch mit bestraft wirst. Ich bin gerne mit dabei, gar kein Problem. Ich baue nämlich auch noch ein Kraftwerk. Ja, okay, jetzt bist du aber alleiniger Verschmutzer. Der Fortschritt muss bezahlt werden. Das habe ich gut gemacht, weil jetzt ist Steffen nämlich der Buhmann und wir sind raus. Ja, Buhmann. Oder? Bist du nicht jetzt alleiniger Buhmann? Ich bin jetzt aktuell alleiniger Buhmann, ich baue noch eine Straße. Komm, okay, jetzt bist du auch bei uns unten durch. Jesus Christ, was kannst du denn bitte alles bauen? Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich habe es war, ne, gar keine Handel. Gute Handel, sage ich nur. Nils hat mich da sehr weit gebracht. Ja. Ihr hättet den Handel vorhin annehmen sollen. Fertig? Sehr gut. Welchen Handel? Welchen Handel hätte ich annehmen sollen? Ich hatte dir den angeboten sogar. Von welchem Reden? 3-2-Handel. 3-2-Handel. Ja, okay, aber. Das ist sehr gut. Oh, lol, Steffen, guck mal hier. Ach nee. Joppi Nöbelmann kommt. Okay. Also. Aber der hat doch dir geholfen und nicht dir. Ja, ja. Klimakonferenz. Ja, wird auch geholfen. Ja? Wir kommen zur Klimakonferenz, liebe Leute. Wer von euch hat denn die wenigsten Verschmutzungspunkte? Ich glaube, das ist Etienne, weil der hat bisher noch nichts weiter gebaut, noch kein Kraftwerk. Der kann nichts bauen. Du hast hier 3 Stück. Und wir anderen haben mehr, weil wir haben schon was anderes gebaut. Das bedeutet, Eddie, du kannst dir jetzt eine beliebige Rohstoffkarte oder eine Forschungskarte nehmen. Was? Ich muss noch mal diese Forschungsnummer, das raff ich nicht. Wenn ich 3 Glühbirnen habe. Ja, kannst du eine grüne, ein grünes Kraftwerk bauen. Und dann? Dann hast du ein grünes Kraftwerk und kannst mit dem, wenn die Zahl gewürfelt wird, an dem du das Kraftwerk angelegt hast, diese Energietoken. Und was bringen die? Und mit denen kannst du hier unten diese Effekte bauen. Zum Beispiel, du kannst mit 2 Energie kannst du mehr Karten auf der Hand halten, dauerhaft. Du kannst dir eine beliebige Karte nehmen. Mit einer Energie kannst du Umweltverschmutzung entfernen oder mit einer Energie kannst du ein braunes Kraftwerk wieder entfernen. Kannst aber auch sagen, hey, du willst dich damit nicht befassen und kannst dir einfach eine Rohstoffkarte nehmen. Das geht natürlich. Ja? Ich mach das mal. Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das sinnvoll. Und die Person mit den meisten Verschmutzungspunkten, das bin ich. Ich lege eine Karte zurück aus meiner Hand zurück in den Vorrat. Ich habe nur eine Karte. Also musst du das mal, hättest du auch noch was anderes machen können? Muss ich machen. Okay. Jetzt kommen die 3 wieder weg vom Tableau und sind jetzt futsch. Jetzt und darf Nils würfeln. Eine 8. Wir beginnen mal hier mit Gelb. Das ist Simon. Simon bekommt eine Forschung und eine Nahrung. Eddie. Aber die 8 ist doch hier. Ach so, da ist noch eine. Das ist noch eine, genau, das ist für dich. Danke. Dann bekommt Nils dasselbe. Schön. Ich möchte mich bedanken. Eddie hat es sich gerade schon genommen, ein Ziegel. Und ich bekomme ein Ziegel, eine Idee. Und ich bekomme jetzt, dadurch, dass ich auf dem Ziegel bin, eine Energie. Und dann auf Nils handeln. So, und ich bin jetzt bei... Bedeutet das Rote nochmal irgendwas? Das Rote bedeutet einfach nur, diese Zahlen sind besonders oft zu erwürfeln. Okay. Sind quasi mit die besten Zahlen, die du haben. Statistisch gesehen. Statistisch gesehen. Ich dachte, 9 ist es. Ich kaufe so eine Karte. Nee, 8 ist, glaube ich, das höchste, genau. Chevy. So, hier eine Einkaufskarte. 3, 4, 4. Schön, ich habe nicht geguckt. 6, 2. So, schön. Bei 2 Würfeln. Ja, mich flasht es gerade, weil ich, natürlich weiß man ja eigentlich, Wahrscheinlichkeit ist immer gleich, aber bei 2 Würfeln gibt es dann natürlich diese Kombination. Ja, weil der 2 kann nur durch 1-1 genau. Ja, ich total. Jetzt, ich habe das nie hinterfragt, aber das gibt total Sinn. Nils, alles gut? Ja, Verzeihung, ich bin fertig, danke. Ja, ich wollte, es war gar nicht. Einmal gesagt, du hattest gesagt, wegen Karten halten. Ja, genau. Wenn eine 7 gewürfelt wird,
Was früher der Räuber war. Dann genau, wenn es war früher der Räuber war, wenn eine 7 gewürfelt wird, dann müsst ihr, wenn ihr mehr als 7 Karten auf der Hand habt, oder alle die Hälfte abgeben. Eine 6. So, das hier oben ist nichts ist vorne dran. Bei Blau und. Ach so. Da ist keine, sind nur Straßen dran. Ach, da muss also das Ding dran sein. Genau. Und hier haben wir wieder für Nils zweimal Stahl. Für Etienne einmal Stahl und eine Forschungskarte. Und das war's, korrekt? Ja, glaube schon. Und dann darf Simon agieren. Ich muss einmal kurz gucken noch. Na gut, Das Würfeln hatten wir schon. Ich lass mich kurz überlegen. Also ich könnte entweder ein Kraftwerk bauen. Ich könnte auch 2 Brot, 3 Stahl. Ich könnte hier auch eine. Könnte ich jetzt auch so ein Luftrad, Windrad? Nee, das wäre eine Stadt, könntest du bauen. Das wären die Größeren. Das ist von eine Stadt. Gelben. Ja. Mhm. Ach, das. Genau. Okay. Dann würdest du diese hier einfach ersetzen. Das heißt, da stellst du jetzt deine neue Stadt hin. Ja, okay, bevor du das machst, ich überlege nämlich nur, was bringt mir denn die Stadt? Weil ich würde eigentlich. Bringt dir einen Siegpunkt mehr. Weil eine Stadt bringt quasi 2 Siegpunkte, eine Siedlung bringt nur einen Siegpunkt. Okay, eine Frage. Und mehr Ressourcen. Bringt es was, die beiden gelben Städte jetzt zu verbinden von mir? Oder? Auch ja, weil du kannst, wenn darum geht's die, eigentlich. Nicht unbedingt, aber wenn du die längste Handelsstraße hast, also die längste zusammengebundene Straße, kriegt man auch noch 2 extra Punkte. Du hast natürlich ein Gamble, ob du so weit kommst. Aber ist in einer guten Zeit. Naja, 2 von 10, also ganz schön mächtig. Du hast aber auch natürlich jetzt gerade nichts auf der Hand, womit du das machen könntest. Naja, Moment, eine Straße ist. Holz und Ziegel. Wer möchte mir Holz und Ziegel geben, damit ich meinen Traum einer echten Straße... Ich hab nichts davon, leider. Mein Volk ist so arm. Was bietest du dafür? Naja, du kannst gerne mal gucken und sagen... Ja, du bist ja ein offenes Buch. Genau. Ich hätte gerne Brot. Brot für Stein. Das ist nicht gut, oder? Hier, 2 Brot für 1 Stein. Nee, mein Berater sagt, das wäre nicht so ein guter Deal. Ich will ja jetzt keinen großen Einfluss nehmen, aber... Nicht. Du hast ja gesagt, Simon, du bist jetzt noch nicht so super erfahren. Es macht schon Sinn, auch Städte zu bauen. Und du hast ja alles, um eine Stadt zu bauen. Okay, also das ich nehme deine Glasperlen nicht. Ich werfe sie ihm wieder vor die Füße. Du bist intriganter als Nils. Und ich habe ihn doch gefragt. Heißt, er ist die Schweiz und ich habe ihn gefragt. Ja, ich bin die Schweiz, Leute. Dann machen wir das so mit dem mit der Stadt. Ja. Okay. Und dann genau kommt die Siedlung wieder hin. Interessant. Unsere Verschmutzung steigt wieder. Simon bekommt einen Siegpunkt. Und die Ressourcen bräuchte ich bitte noch. Die 3 Stahl und die 2 Nahrung. Krass. Das ist das, was kostet, ja? Das ist wirklich krass. Und die Kraftwerke sind nur, um diese Blitzer zu bekommen. Okay. Möchtest du noch was machen? Ich habe noch keinen Blitz bekommen. Ich auch noch ein bisschen einen. Aber du hast natürlich auch schon ein Kraftwerk. Du kannst auch diese. Aber warum bekomme ich denn keinen? Weil nur wenn das gewürfelt wird. Wenn das noch Teil der Ressourcen. Genau. Ich bin fertig. Ne? Du bist dran, Ede. Mystery Bag. Ach, sorry. Ich glaube, Ede traut mir nicht. Weiß nicht was. Verschmutzung. Yay. Oh, das ist gut für mich, weil je mehr Verschmutzungspunkte man hat, desto mehr kriegt man hier. Also von daher können wir gerne weiterziehen. Was haben wir? 3. Eine 3. Wir haben hier einmal gelb. Gelb, Zack. Blau und... Und wir haben blau Nils. Für mich. Und einmal Garn für mich. Thank you. Mein Gott, mir gehen die Ideen nicht aus. Ich bin ein kleines Land, aber ich habe viel Know-how. Ich weiß nicht welches, aber 3.1. So, ich habe jetzt hier diese 3 Glühbirnen. Ja. Und die tausche ich jetzt. Mhm, genau, die gibst du aus. Und dann kannst du ein grünes Kraftwerk irgendwo hinsetzen. Was ist mit dem Plättchen da drunter? Das kommt in den Sack, das kommt in die Mystery Bag. Das heißt, das darfst du jetzt an eine deiner Städte rantackern. Und dann muss ich es auch noch in eine Richtung. Ganz genau. An die große Stadt passen 3 dran, an die Siedlung passt jeweils 1. Aber mach's lieber bei einer, die häufig vorkommt. Du bist ja lila, ne? Ja. Macht zum Beispiel Sinn. Aber es macht jetzt keinen Unterschied, ob ich es jetzt an ein kleines oder ein großes mache. Nein, nur, dass du an dem kleinen halt nur einen Platz dran hast. Da passt ach, so ist das auch? Oh, das wusste ich auch nicht. So. Okay. Und man sieht jetzt hier bei dir, du hast jetzt ja ein Minus, das heißt, die allgemeine Bilanz sinkt wieder 1. Hast du gut gemacht für die Welt. Hast mich. was ist hier mit dem Progress? Das bringt keinen Siegpunkt in dem Fall, deswegen. Hat jemand Brot? Nein. Was sind denn deine verfressenen Leute? Was ist denn hier los? Ja, dann bin ich fertig. Okay. Ich greife ins Mystery Bag. Oh, oh, oh.
Es ist doch wieder die blöde Umweltkonferenz hier. Der kann ich gerade überhaupt nichts anfangen. Du bist schon so richtig die Umweltsau, ne? Du hast bisher, ja. Umweltsau, ich muss mich erst ein bisschen aufbauen und dann kann ich gerne wieder auch helfen, dass alles wieder mit einer 4 gerade zurück. Sobald du oben bist, kannst du die Leiter schön und runterziehen. Nils, wegziehen. Alter, Nils kriegt bei jedem Wurf Ressourcen. Ja, Nils er hat sich gut aufgebaut. Dabei, aber ich lass mich Simon ärgern. Ebenfalls und Eddie bekommt einen Garn. Lass mich von dir nicht ärgern. Hat es wahrscheinlich gelohnt, dass er bei der Aufstellung als einziger im Raum war. Das ist einfach nicht stimmt. Die kam nach Eddie und Steffen. Doch, doch, ich hab's gesehen. Hat jemand ein Holz für mich? Damit ist längst zufällig. Hm? Wie ist das Mangelware, oder? Hat jemand Holz? Niemand hat Holz. Niemand das ist Holz. Wirklich. Mehr Ideen. Was ist denn halt mit den Wäldern hier? Wir sind doch reich an Wäldern. Warum können wir die nicht abholzen? Dann bin ich tatsächlich einmal fertig. Und ich wurde dankenderweise an das 12er-Holz gesetzt. Ein Haus am See. Ein Haus am See, das ist natürlich Starkregen und Überflutung. Wenn diese Leiste voll ist, dann legt jeder von uns einen Umweltschaden auf eine Forschungsstadt oder ein Dorf von uns. Eine 7. Jetzt der Räuber. So, jetzt kommt Folgendes. Der gute Nils darf den Räuber versetzen, beziehungsweise in diesem Fall nicht der Räuber, sondern der Umweltinspektor. Und darf dann eine Karte ziehen von der Person, an dessen siehst du, Land jetzt ist man es angrenzt. Schlecht, dass er sieht, was du hast. Weil wenn er weiß, dass du nichts hast, was er braucht, wird er bei dir nicht ziehen. Aber okay, ich ziehe bei der Person, aber ich ziehe nicht... Verdeckt das? Ja, wirklich. Die Ressource... Die Schweiz. Nein, sie ist verdeckt. Mhm. Ich bin die Schweiz. Und du sperrst damit die Erträge von diesem Feld. Weil sobald da etwas drauf, sobald der Umweltinspektor da ist, dann kriegst du keine Erträge. Und vielleicht vorher noch, hat jemand von euch mehr als 7 Handkarten? Nein. Das ist wichtig. Ich habe 4. Genau 7. 6 habe ich. Wie ist bei Nils? Wie viel hast du? Ich habe schon gezählt, ich habe 6. Okay. Ist es bei 7 und mehr? Mehr als 7. Ab 8. Also ab 8. Fuck. Also das ist natürlich jetzt nichts Persönliches. Mir geht es nur um die Karte, die ich will. Jetzt überlege ich gerade, bei dir sehe ich ja, was du hast. Gut für dich. Warte, was hat mir gewürfelt? Davor war eine 4. Davor war, glaube ich, fuck, eine 6. Wo ist noch eine 6? Wo ist noch eine 6? Ja, die roten. Das und das. Ey, ich glaub, kann das sein, dass Holz eigentlich gar nicht gewürfelt wurde? 10, 12, 11, 5? Eigentlich gar nicht, ne? Holz ist rare Mangelware, ja. Und Dings auch nicht. So wirklich hier Lehm. Hatten wir mal eine 8? Hat einmal eine 8, ja. Das heißt, blau oder lila hat eventuell Gestein rumliegen. Wie viel hast du? Wie viel Mischung, meine Karten. Das 4 und Eddie hat... okay. Ja, genau deswegen habe ich meine Karten offen. So. Weil wir dann einfach eine Stunde weniger spielen. Nee. Okay, pass auf. Wir machen das jetzt Fair Play. Dann setze ich das hier hin und zieh, auf die schöne 8. Ziehbar mit dir. Weil ich Eddie nicht verärgern möchte. Ich weiß das, aber du bist, dass ich. Das ist Double Psychology. Was bedeutet das jetzt? Das heißt auch, das Feld ist inaktiv jetzt. Genau, richtig. Ja. Solange bis er weggepackt wird, der Kollege. Ich würde gern Danke sagen, aber andererseits. Habe ich Angst gefühlt. Das ist eh den aber noch wütender Mann. Du musst die Karten verdecken. Ich weigere mich jetzt. Das ist unfair sonst. Okay. Er darf nicht wissen, dass du nichts hast. Ja, okay. Ich mach's ja. Ich kann es mir doch eh nicht merken. Aber es jetzt geht ja darum, dass er sich's nicht merken kann. Aber das kann er auf der anderen Seite. Ist er kann sich's besser merken als ich. Aber guck mal, das war jetzt eine Situation, wo er davon profitiert hat. Wenn ich jetzt eins von den Dingen hätte haben wollen, die er hat, dann wärt ihr raus gewesen. Das kann ja in beide Richtungen schlagen, das Pendel. Deswegen ist es, glaube ich, nicht unfair. Aber gut, der Fairness halber, es ist insofern unfair, dass es dann entweder alle machen oder keiner. Möchte jemand mir deckt doch alle Brot auf. Geben? Ich habe leider kein Brot. Gut, dann alle. Wolltest du mir ein Brot geben? Nein, ne? Ich schätze mal, kein Interesse an. Ich habe gar kein Brot. Du willst mir auch kein Brot mehr geben, ne? Ich habe kein Brot. Ich wollte eben selber tauschen, falls du dich erinnerst. Wo soll ja auch Brot herkommen? Das Brot wächst ja nicht aus der Erde. Eben noch gerantet. Naja, wenn die 8 mal oder 10 dann, oder 5. Ja, ich kaufe eine Tageskarte. Ja. Zack. Das ist doch Brot, ja. Oder? Ja, ja. Da kamen ja auch gerade die 4. Er hat selber Brot. Er will nur, er wird nicht satt. Noch mehr. Er wird nicht satt von seinem Brot. Gut, dann war's das. Simon, du bist dran. Einmal die Mystery Bag, bitte, bevor du würfelst. Du hast gar nichts gebaut oder sowas, ne? Nee, Überschwemmungsmarker. Okay, und dann darfst du würfeln, Simon. Eine 8. Wir haben einmal hier eine 8. Das ist einmal Nils und ich. Ihr kriegt ganz schön guten Klamotten hier, das gibt's ja nicht. Und was war das andere? Ach ja, die andere ist ja gerade gesperrt von Nils. Dankeschön, sehr freundlich. Und dann darf Simon was machen, wenn er möchte. Wo sind die Straßen? Ach so, hier, ne? Holz, ey, so ein Kack. Die Straßen sind so nervig. Okay, ich mache erstmal, weil die müssen ja weg. Gibt es da was für 4? Nein. Nein, 3 ist eine grüne Energie.
Dann hätte ich gerne einmal die grüne Energie, bitte. Jo, dann darfst du eine von deinen einsetzen. Ja, wahrscheinlich dann die 8 hier am besten, nehme ich das an. Das macht Sinn. Und dann darfst du mir den Chip geben, der darunter lag. Genau. Mhm. Und der kommt jetzt in die Mystery Bag. Aha. Das ist nämlich positiv. Okay. Das bedeutet jetzt auch wieder, unsere allgemeine Bilanz geht. Na super, ich mache das gern für uns. Und dann nehme ich, weil es mir egal ist, eine Ereigniskarte. Mhm. Zack, zack. Ja, so. Das ist schön. Ja, doch, egal. Ich darf kostenlos 2 Straßen bauen. Bam! Danke, Per. Direkt einsetzen. Ist genau, was ich haben wollte. Darf man das direkt dann einsetzen? Ja. Ach, das wird immer besser. Jetzt muss ich aber überlegen. Also, es geht ja um die Städte. Da kann ich jetzt erstmal keine bauen. Ja, dann werde ich das wahrscheinlich so machen und so, damit das safe ist. Kann sein, dass es ein Fehler ist, aber ich glaube, es ist okay. Und jetzt kann ich mir meine Karten auch mal merken. Will jemand garen? Ja. Nee. Nehme ich. Ja, und was kriege ich? Ach so, das? Stahl kriege ich ständig. Ich würde dir diese letzte hier Wissenskarte abnehmen, die du da noch liegen hast. Oh, ach, die kann man auch, das kann man auch handeln. Ja, unbedingt. Ja, komm, guter Deal. Gar nicht lange. Das ist mal Ressourcen. Der Steffen, der macht dir eine ganz neue Diplomatie-Ebene auf. Das ist eine ganz normale Ressourcenkarte. Mhm. Auch mit guten Ideen kann gehandelt werden. Das ist halt die Frage. Als Eddie vorhin einen für Simon sehr unvorteilhaften Deal heraushandeln wollte, bist du dazwischen gegangen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sehr hast du Simons Unkenntnis jetzt zu deinem Profit? Ich bin nur der unparteiische Spielleiter hier. Er weiß ja, sehr im Videodokument. Ich kann mir das ja mal angucken. Genau schauen, wo ich beschissen würde. Meine Karten werden zum Glück nicht angezeigt. Bist du fertig, Simon? Oder wie sieht's aus? Also, hat irgendjemand noch ein Holz? Holz ist komplett mangelbar. Ne? Okay, ja. dann bin ich fertig, ja. Okay. Und auf Eddie Hammanns Mystery Bag. Ah, du musst die, leider. Mystery Bag. Die sind falsch, leider. Sind was guckst du schon? Mach schon. Zip, hier rüber, das dahin. Oh! Nein! Korruptionssteigerung. Oh, shoot. So, wer von uns hatte die meiste Verschmutzung? Jetzt könnte es tatsächlich auch Simon sein, denn Simon hat auch schon eine Verschmutzung. Von aber ein grünes. 5. Minus 1 bist du bei 4. Nils hat 4. Warte mal ganz kurz. Weißt du, was ich nicht verstehe? Ach so, weil du upgegradet hast. Genau, ja. Und ich habe 2, 4, 5. Das heißt, ich habe die meisten. Aber weil du keine grünen hast, ne? Genau, weil ich keine grünen habe. Ja. In diesem Fall ist es die Produktionssteigerung. Wer die meisten Verschmutzungspunkte hat, du darfst ein braunes Kraftwerk kostenlos bauen. Nimm eine Rohstoffkarte von dem Landfeld, auf das du das Kraftwerk gestellt hast. Das ist ja mega mächtig. Wieso kriegst du denn jetzt eine Belohnung? Weil ich für Produktionssteigerung bist. Ja, das ist hier diese 3 Dinger. Oh. Das ist ja aber richtig. Nehme ich mir mal ein. Nee, das kann doch nicht sein. Was ist denn mit den Dingern? Die kommen später. Moment. Ja. Das kann nicht sein. Das ist doch bislang hier eine Strafe alles gewesen. Nee, das tatsächlich ist in diesem Fall keine Strafe. Ich bin dran mit Würfeln. Ja. Ein 4. Wieder eine fucking 4, ey. Da haben wir hier einmal für Pink. Zeit. Und zwar nur. Und nee, du hast dir schon eine Idee gemacht? Ja, ich hab schon gemacht. Alles klar, perfekt. Und Simon bekommt ebenfalls. Ja, ich sehe schon, da muss ich aufpassen, sonst werde ich hier vergessen. Kann ich garen nichts mit anfangen? Hat jemand Holz? Ja, ich habe Holz. Willst du tauschen? Was willst du mir vergeben? 2 Garen. Muss ich überlegen. Ja, ich muss gucken, was ich das brauche. Das brauche ich. Es reicht ja noch nicht mal jetzt. Auch noch. Ist doch lustig. Einer muss halt Scheißkarten haben. Strom-Ding? Wofür kriege ich das nochmal? Du hast bisher noch ein Kraftwerk gebaut, wenn eine 8 gewürfelt werden würde. Nee, du bist lila. Wenn eine 8 gewürfelt werden würde, da das aber gerade blockiert ist vom Umweltinspektor, haben wir nichts bekommen. Also ich kann nichts machen. Ich kann gar nichts machen. Du kannst wirklich nicht schimmern, ne? Das ist echt blöd. Ich greife mal ins Mystery Bag. Und was ist nochmal das da eigentlich bei Ede? Das eine hier? Was meinst du? Übermüllung. Übermüllung, genau. Das ist zum Beispiel negativ, ja. Das wäre auch negativ. Das ist die Luftverschmutzung. Wer die meisten Verschmutzungspunkte hat, legt einen Umweltschaden auf eine Forschungsstadt. Aber zum Glück ist es noch nicht voll. Deswegen bin ich noch fein raus. Und dann würde ich meine Umwelt... Ach, das muss ich würfeln. Mein Fehler. Eine 6. Oh, das ist doch gut, oder? Da ist niemand. Da, ihr beide wieder. Das gibt's doch nicht. Gar nicht gut. Was ist los bei euch? Bitteschön. Und ansonsten keine 6. Damit ich meine Umweltbilanz noch ein bisschen verbessern kann, baue ich hier eine grüne Energie für 3. Danke, Simon, an dieser Stelle. Ja, gerne. Alles für die Umwelt. Und zwar baue ich die mal. Ja, die 5.
Das kommt in den Sack und das hier sinkt um eins. Dann bin ich auch schon fertig und Nils darf ins Mystery Bag greifen. Mystery Bag! Fabrik? Nee, das kommt hier rüber. Zack, zwei von drei. Eine sieben. Wie sieht es mit euren Handkarten aus? Also klar, Nils. Ja, ich habe mich selber geschädigt. Ach, die sieben ist Handkarten. Das ist zum Kotzen, ey. Wie viel hast du? Mehr. Also selbst eins, wenn du möchtest. Und Eddie darf den Umweltinspektor verschieben und sich eine Handkarte nehmen. Entschuldigung, mein Fehler. Ich. Was haben wir vorne? Sechs. Die sechs ist da und die sechs ist. Da, erstmal muss ich den. Der muss ja verschoben werden, ne? Ja. Der muss hinfort. Von der acht. Der muss hinfort. Nur eine Karte. Jetzt denk. Du hast nur noch eine? Noch eine Karte. Warte, was. Nee, da bin ich ja selber. Das würde ja überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Für mich. Gut, dann gehe ich jetzt einfach mal hier hin und Was ist das gegen mich, Nils? Nee, überhaupt nicht. Letztes Mal habe ich bei dir gezogen, dann gib mir mal, Fairness halber, ziehe ich jetzt bei Eddie. Das ist frech. Ja, frech. Ein frech, ich habe letztes Mal bei dir gezogen, das war jetzt einfach nett von mir. Das ist sehr nett von dir, hast du zweimal meine Sachen gegangen. Ja, ich wollte gerade sagen. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Nee, natürlich nicht. Hattest du nur 10 Minuten Zeit, dir Gedanken zu machen. Einer Zufall. So, das ist mir trotzdem, hat nicht für mich nicht funktioniert. Das heißt, ich kann nichts machen. Oh Mann, das hat mir einfach komplett. Ich hatte so große Pläne, musste ich 4 Karten angeben. Das ist ja wirklich so. Man macht sich. Zwei Runden lang macht man sich Pläne. Und dann, wenn man dran ist, büffel ich die 7 und muss selber alles abgeben. Ja. Und jetzt bin ich auch komplett. Das war schon lustig. In einer völligen. Kann nichts machen. Nein? Dann darf Simon ins Mystery Break. Will jemand tauschen? So. Vielleicht will mir jemand nix. Tauschen. Ja, okay. Will mir jemand Granit gegen. Ich kann mit Johanna tauschen, mich in die Regie setzen. Wie heißt das? Garn, das Grüne, ne? Will jemand Garn mir geben? Alter, Garn geben? Ja. Für einen Granit, für einen Stahl. Ich gebe einen Stahl und krieg einen Garn. Du hast so viel, dann gib mir noch 2 Stahl. Ich habe gerade 4 Karten abgegeben. Ja, gut, dann nehme ich. Ja. Das ist lieb von dir, danke. Die Reichen tauschen wieder weiter unter sich. Ja, ja. So, was ja, so bleiben. Wir haben ja auch eine Verantwortung dem Südosten gegenüber. Richtig. Ja. Kaufe ich so eine Karte. Ja. Okay, kauf dir mal eine Karte. Eine sehr gute Entscheidung, hätte ich auch gemacht. Du wirst noch reicher. Kriegt man ab 3 Karten so eine, kriege ich die da oder was? Nein, du musst dafür diese Umweltschützer auch aufdecken. Ja, gut, dann nicht. Dann bist du dran, Simon. Halt! Bevor du würfelst. Wir lassen das gelten, aber mal eingreifen. Was haben wir? Seltsames Zeichen. Das kommt hier vorne, direkt vor dir. Das ist eins von den neuen, glaube ich, die wir jetzt haben, dadurch, dass wir grüne Energie gebaut haben. Wer die wenigsten Verschmutzungspunkte bekommt, zieht eine Entwicklungskarte, aber erst, wenn das hier voll ist. So, eine 8 ist es gewürfelt. Das bedeutet, wir fangen einmal hier an. Dort haben wir einmal euch beide wieder. Zack. Und ich habe da so einen Strom. Yep, ein Strom für Simon. Und die zweite 8 ist bei Eddie und mir. Das bedeutet, Eddie bekommt in diesem Fall das und einen Strom. Zack. Und ich bekomme das und das und ebenfalls einen Strom. Und dann darf Simon agieren. Erstmal die Frage. Ja. Einmal Holz. Wer? Das willst du mir vergeben? Naja, wir haben ja gute Beziehungen. Ja, aber Holz ist ja eine teure Ware. Wir wissen, ja, aber willst du die selten Beziehung, Holz kommt, ja, oder? Willst du die ausbauen, die Beziehung, oder willst du die einbauen? Aber ich kann dir, ich habe sehr viel von allem so ein bisschen. Ich habe auch noch eine Idee, was ich dir geben könnte. Was ist denn die Idee? Moinki? Ja, ein Ideenzettelchen. Ach so, eine Ideen brauche ich jetzt nicht. Davon habe ich jetzt wirklich genug gehabt. Ja, warte mal ab, bis du mal wieder welche brauchst. Ne? Also. Sehr gerne würde ich dir einen Garn geben dafür. Den willst du wahrscheinlich. Nur einen Garn muss mir dir schon ein bisschen geschmackhafter machen, Simon. Ja, ich brauche den anderen. Dann kann ich dir nicht weiterhelfen. Na, das muss doch nicht sein. Oder? So eine Art von, wie wäre es, ich gebe dir einen Garn und eine Ideenkarte. Die kannst du dann später benutzen. Du weißt nie, wann du sie brauchst. Nee, ich brauche keine Ideen. Ideen habe ich wirklich genug heute. Okay, warte. Also. Ja, was? Sag mal genau, was du haben willst. Damit ich bin mir selbst nicht sicher, das ist mein Problem. Also ein Holz würde ich schon sehr gerne haben. Ich würde ein Brot und ein Garn. Wäre fein für mich. Unter Murren hau ich dem Pferd auf den Hintern, dass die den Karren zu dir schleppt. Dafür kommt feinstes Holz zu dir.
feinstes Holz. Das Holz war wurmstichig und viel zu nass. Das ist auf dem Weg passiert. Hier, Straße. Mhm. Und damit bin ich jetzt endlich mal wenigstens hiermit fertig, weil das nervte mich jetzt damit schon. Damit bekommt Simon 2 Siegpunkte als die längste Handelsstraße. Ist damit bei 6. Das nehme ich an. Du nimmst diese Auszeichnung an. Ich habe ja sonst gar nichts mehr. Nee, ich würde aufhören, ja. Einmal Eddie ins Mystery Bag, bitte. Ich hoffe, es schmeckt, was rauskommt. Sag mal. Vielleicht die, kann man, ja, also passiert noch nichts. Laufst du spät, um Edis Gesicht auf die Packung zu drücken? Rocket Beans empfiehlt. Eine 8 schon wieder. Was würfelt denn ständig diese Kack-8? Rocket Beans empfiehlt und dann einfach so. Hier, eure Ideen übrigens, Leute. Oh. Schön. Da kommt dabei wirklich zusammen. Und die 8 hätte sie schon genommen. Das hier und das und das. Dieser blöde Umweltinspektor, der immer noch auf der 5 draufsteht. Ist ja noch gar nicht gekommen. So, ich kann aber jetzt die 2 Strom benutzen. Mhm. Und die gebe ich dann in die Bank, oder? Die gehe ich hier rein. Genau. Und kriege eine, was ist eine das? Eine beliebige Karte aus dem welche ich will. Aus einer Ereignis. Ich kann mir jetzt eine aussuchen. Ja, eine Ressource oder eine Idee. Oh, nicht schlecht. Hat jemand Brot? Nee. Was ist dir wert? Ja, wenn du hast, können wir verhandeln. Wenn du gar nicht hast, was ich brauche, dann können wir nicht verhandeln. Hast du Brot? Ich weiß nicht, ob ich dir sagen will, was ich habe. Du hast Brot? Ich habe ein Brot, aber die Frage ist, das ist mir schon was wert, weil ich ja natürlich Pläne habe. Ja, mir auch. Was kannst du mir anbieten? Uns. Hast du Holz? Ich weiß überhaupt nicht. Du hältst wahrscheinlich schon voll lange in irgendeiner Karte fest, die du gar nicht mehr brauchst. Nee, ich überlege, was hält. Ich brauche ihre gierigen Holz. Gesichter, Eddie, wie sie von deinem Leid profitieren. Also, das könnte ich nehmen. Ich könnte ein Garn für ein Brot oder ein Stahl für ein Brot. Also, Chung, willst du Stahl oder in dem Ich Fall? Will Brot. Ich biete okay, dafür ein. Du einfach nur Brot, ein Stahl und Garn. Ah, okay. Beides bietest du, oder was? Nee, eins eigentlich. Das ist mein. Wie du schon richtig erkannt hast, wertvolles Brot. Ja. Das machst du nicht. Nee, das habe ich einfach überhaupt nichts, sondern das wäre reiner Solidarität. Ich würde auch nur aus Solidarität. Und das ist halt in. Ja. Nee, das macht er ja nur untereinander. Aber ich würde. Beides würde ich nehmen für eins. 2-1 ist auch. Ja, kann man drüber nachdenken. Da würde ich vielleicht. 2-1. Dann muss ich machen. Echt? Ja, warte mal. Aber so, das ist jetzt der. Du musst jetzt entscheiden. Nein, du kannst ja noch. Ich hatte auch gesagt, 2 würde ich nehmen. Aber du kannst, wenn du Simon machst, du Simon. Ist okay. Nee, ist okay. Nee, ist okay. Dann mach du. Wie du willst. Ja, yes, wirklich. Also eigentlich darf es Eddie auch entscheiden. Ne? Ja, natürlich darfst du Eddie das entscheiden. Ja, er will ja nicht. Dann ist okay. Ich hab andere Pläne so, auch. So, dann mache ich dafür eine Siedlung. Eine Siedlung. Dann setz die gerne hin. Also die dümmste Hafen, den ich mir habe auswählen können, ist der Brothafen. Weil ich ja gar kein Brot hab. Da ist ein Matrose, sitzt an diesem Hafen, jeden Tag guckt er nach dem Brotschiff. Haben Sie Brot? Und nie kommt ein Brotschiff. Kein Brot. Aber er sitzt heute da voller Hoffnung. Wieder nicht. Voller Hoffnung, irgendwann wieder kein kommt Brot ein Brot an. Ja, aber wie doof bist du auch, wenn du wirklich nur Brot verschiffst. Ja, also so geht es ziemlich angestrengt. Ja. Scheiße. Ey. So, ich ziehe aus dem Mystery Bag und wir haben das hier wieder. Ja, ja, komm. Nix. Und ich Umwelt, Schmummwelt. 7. Ich habe nur 4 Karten. 5. Ich muss zum Glück diesmal auch nicht. Es tut mir leid, Nils, aber du weißt, wie das Spiel funktioniert. Du, ich sag nur Folgendes. Guck mal hier. Achso, du kriegst direkt zurück. Ich sag's, nächste Runde Insta. Bin ich wieder betroffen, weil mitgehangen. Also überlegst du. Wenn du es nicht zu mir gibst, kommt es auch nicht zu dir. Das bedeutet, das klopft. Du hast angefangen. Ist das dein? Ich sag dir nur, wenn du es nicht auf meinen Schatz, habe ich keinen Anlass, es umzuspielen. Ja, okay. Und wenn ich einen Anlass habe, landet er bei dir. So, Leute, ich bin ja ein netter Typ. Guck mal. Ja? Nee. Nein. Also, ich würde jetzt erst einmal 2 Energie tauschen gegen einmal Holz. Und dann baue ich erst einmal eine Straße. So. Zack. Dann macht die Straße ja da auch keinen Sinn. Dann muss doch hier mal zu sehen. Ey, aber wieso darfst du da bauen? Straßen darf ich bauen. Es sei denn, da ist eine Stadt, die blockiert die Straße dann. Okay.
Das war früher mal so ein Dickmove, wenn jemand die längste Straße hatte. Genau. Und dann konnte man in die Mitte der Straße eine Siedlung setzen, hat die dadurch quasi unterbrochen. Das kenne ich noch. Hat jemand Holz? Niemand hat Holz. Niemand hat Holz? Schade. Gut, dann ist... Alles okay? Ich hab nur. Außerdem hast du doch gerade eben Holz bekommen und ausgegeben. Ja, aber nur durch. Willst du direkt wieder was haben oder was? Ja, Holz ist, der Holzbedarf ist groß. Ja, nur für dich oder wie? Yes. Mystery Bag einmal bitte. Mystery. Du hast die meisten Umweltschadenpunkte, ja, oder? Aktuell wahrscheinlich ja. So, da flattert irgendwas, ne? Ach nee. Was bedeutet das jetzt noch? Also, gleich? Wir gucken einmal kurz, wer die meisten Umweltverschmutzungspunkte hat. Ich habe 2, 4, 6, minus 1 sind 5. Ich habe 4. 4, Eddie hat auch 4, 3 sogar nur. Simon hat 4. Wieso hat er nur 3? Weil er hat 4 minus 1. Ah, minus 1. Ach so, mit plus, plus. Okay, ja, ja, stimmt. Du hast 5, ne? Minus 1. 5, aber auch minus 1. 4, cool, ja. Das bedeutet, ich bekomme so jetzt. So wird es berechnet. Ein Umweltschaden auf einen meiner Städte. Darfst du dir das aussuchen? Welche Stadt? Steht hier, ja. Sind alle deine Städte bereits verschmutzt auf eins deiner Dörfer? Aber mehr steht ja nicht verschmutzt, deswegen nehme ich mal. So, du musst sogar den dicken Eumel nehmen. Ja, das hier, der wird eh nie gewürfelt. Und wie kriegst du das weg? Entweder indem ich eine Energie ausgebe oder indem eine der Würfelzahlen gewürfelt wird. Dann wird das automatisch entfernt. Das heißt, man nur eine Runde sozusagen, genau, geärgert wird. Okay. Also der erntet jetzt nichts, wenn die Zahlen kommen. Korrekt, ja. Und dann ist Nils am Würfeln. Nee, Mystery Bag. Hab ich schon. Das war gerade eben die Mystery Bag. So. 8. 8. Eine 8. Ach, wie oft kommt diese blöde 8? Kann ja, 8 kommt sein. Verdammt oft. Und dann blau noch, ja. Für 3 kriege ich einen. Danke. Für 3 kriege ich ein Energiekraftwerk, oder wie war das? Ja, ein grünes Kraftwerk. Dann würde ich gerne für 3 ein grünes Energiekraftwerk. Hast du das falsche genommen? Bauen. Und baue das dann auch hier dahin. Und. Minus 1. Die darf ich jetzt aufdecken, oder? Nee. Genau, du darfst das hier reinpacken, das grüne Plättchen. Das kommt hier rein? Ja. Oh. Das ist das hier. Das sind dann die, genau, diese Dinger. Okay. warte, was kann ich denn noch machen? Will jemand Lehm tauschen? Willst du Lehm oder hast du Lehm? Ich würde gerne Lehm haben. Ja, kann ich. Wenn du Holz hast. Hab ich. Ich würde anbieten, das von dir so innig geliebte Brot. Ja, wir haben ja eben 2-1 getauscht. Ja, aber das ist ja die Frage, welchen Wert hat jede Einzelkarte? Okay, dann... Aber kriege ich kein Stromding? Was haben wir gerade gewürfelt? Ach, stimmt, ihr kriegt beide auch Strom. Ey, ich glaube, bei den Stromdingern wurde ich jetzt schon mehrfach... Nee, ich habe meins erst gebaut, nachdem ich gewürfelt habe. Aber jetzt gerade, du hast ja auch schon 1 ausgegeben für dein Minus. Achso, nee, du hast recht. Guck mal, ist wie ein aktiver Fairness. Du hast doch irgendwo ein Minus gehabt, da oben. Da hast du schon aus. Ich glaube, wir haben dir tatsächlich alles gegeben, was okay, du hattest. Okay. Na gut. So, okay. Ich bin dran. Ja. Mach Folgendes. Baue eine. Nee, ich mach erstmal das hier. Oh, fuck, ob das so smart ist alles. Diese spiele ich aus. Damit darf ich 2 Holz bekommen. Mhm. Und dir 2 Karten deiner Wahl. Und ich baue 2 Straßen. Dö. Ah, jetzt will er auch noch die längste Straße sich klar machen. Ja, da kommt er nicht hin so schnell. Na, 6. Simon hat ja 6. Ja. Also längste Straße ist ehrlich gesagt gar nicht mein Ziel jetzt. Nee. Okay, und dann gebe ich feierlich ab an. Warte, an mich selbst. Und zwar, da ich kann ja theoretisch noch. Ah, nee, egal. Vergiss es. Ich gebe ab. Was bist du dir weg, bitte, Simon? Hoffentlich jetzt nicht so. Ja, aber die Karte behalte ich doch, oder nicht? Die habe ich doch aufgedeckt. Ja, aber die wird doch. Das ist ja einfach ausgegeben. Aufgedeckt wird hier die Umweltschützer. Hier, ach, das geht nur um die. Kannst du das mal zu dem Umweltsau-Ding dahin legen, genau. Och, nee. Scheiße. Das ist die meiste Verschmutzungspunkte, das bin ich, ja. Lege einen Umweltschaden auf eine deiner Forschungsstätte. Hatten wir es nicht eben? Mhm. Wir haben es nicht halt weggemacht, ne? Nochmal. Nee, wir haben das hier hattest du eben. Das hier war das. Das war das, entschuldige bitte, ja. Cool. Hier. Feel free. Ja. Hast du noch eine? Nee, andersrum. Ich habe gerade einen Fehler gemacht, so mein Fehler, entschuldige bitte. Und zwar hätte das eigentlich das andere sein müssen. Das heißt, ich würfle jetzt und es wird auf eine meiner Felder gelegt. Auf alle Landfelder mit dieser Zahl sogar.
Aber nur für dich? Nee, für uns alle. Nein. Das ist, können wir doch nichts dafür, dass du eine Umweltsau bist. Das war das, Entschuldigung. Mein Fehler, ich muss einmal kurz, Moment. Also, das habe ich eben gemacht. Okay, nee, es war mein Fehler, deswegen ich kriege jetzt einfach eins drauf und gut ist. Aber was wäre denn regulär jetzt? Normalerweise hätten wir eben alle eine Umwelt bekommen, einen Umweltschaden. Tja, zu spät. Und jetzt, das habe ich aber ja falsch gemacht. Hier kriegen alle so einen Umweltschaden. Korrekt. Obwohl nur einer maßgeblich dafür verantwortlich ist. Ja. Mein Fehler, mein Fehler. Alle anderen sehr umweltfreundlich agieren. So, und dann darf Simon würfeln. Du musst einmal würfeln, Simon. Ja, ja, ich zähle nur. Ich zähle nur die Verschmutzungspunkte. Ich habe immer noch am meisten. Bin ich mir ziemlich sicher. Du hast 4, ne? Ich habe 3. Wo minus ist denn da? 1. Ach, da, ja. Den hast du den da weggenommen. Ja, okay. Du hast 3, 4, 3. Okay, keiner hat so viele wie ich. Ne? Doch, ich. Du hast mehr. Okay, ich würde gerne mehrere Sachen machen. Erstmal die Frage. Erst musst du würfeln. Okay, erst würfeln nicht. Ja. Ich dachte, gezogen habe ich ja schon. Okay. Eine 6. Eine 6. Oh, sehr gut. Ist wieder nix. Und da bei euch wieder. Frage ist: Ich muss als allererstes würfeln, ja? Also ich darf jetzt nicht vorher eine Karte spielen. Nein. Okay, schade. Es sei denn, es gibt eine Karte, wo drauf steht, das kannst du vor dem Würfeln einsetzen, aber normalerweise nicht. Nee, glaube ich nicht. Es sind so viele Möglichkeiten gerade. Okay. Ich muss mal kurz fragen, weil ich euch vertraue, dass ihr mir die Wahrheit sagt. Hat irgendjemand von euch Holz oder Backstein? Ich habe Backstein, ich brauche auch Backstein. Du hast Backstein? Ich habe richtig gute Backsteine. Du hast offensichtlich mehr Backsteine als du. Du willst ja auch Holz, das will ich dir nicht geben. Du wie viel, also ein Backstein? Ein Backstein, ein Holz. Kannst du mir beides geben? Ich will ein Holz. Du gibst mir ein Holz. Ich habe kein Holz für dich. Was willst du denn? Naja, ein Backstein oder ein Holz. Dann gib mir Toast. Das können wir machen, ja. Das ist ein guter Deal. Doch schön. So. Und eine Frage noch, hat irgendjemand noch Holz, was er hergeben möchte? Kein Holz. Holz ist rar. Holz ist... Könnte ich dir nicht... Nur an der Küste. ...drei Karten geben für ein Holz? Ich hab kein Holz. Gar kein Holz? Ich hab kein Holz. Okay, na gut, dann nehme ich diese drei Karten, spiele die aus für... Ja, eine grüne... Dingensen. So eins, ne? Ja. Ein Kraftwerk? Und das setze ich mir sinnvoll. Was kam denn häufig? Ja, eigentlich die 8, aber die ist ja auch gerade so blockiert. Du bist ja auch oder Geld. Bin ich ja auch gar nicht, genau. Die, aber es ist egal, was für ein Feld da drunter ist. Ja. Okay. Das ist hier. Mhm. In die 4. Ja. Und dann. Du hast kein Holz. Na gut, dann setze ich den kleinen Mann hier hin. Hätte ich dir Holz geklaut. Auch keins. Ich habe eins. Jetzt ist zu spät, aber jetzt zu spät. Jetzt habe ich ja schon... Eins kannst du jetzt noch klauen. Ja, noch ziehen. Einen von den beiden hast du ja eine klauen. Ja. Hä, wieso? Weil du jetzt da den Umweltinspektor hingesetzt hast. Und dann darf ich klauen? Ja. Wir wissen beide, dass du das Holz... Ich habe gar kein Holz. Ja, das... Ich habe kein Holz. Ich habe wirklich kein Holz. Ja, okay, also, und du? Ja, auch genau. Ich habe eben schon gesagt, ich habe nichts. Aber bei ihm kannst du kannst nur, ach doch, du kannst bei Nils oder mir ziehen. Ja. Naja, gut, der Nils, da wäre es schon doof, wenn ich jetzt nicht bei dir ziehen würde. Ja, ich habe kein Holz, aber okay. Ja, ich nehme trotzdem, was du hast. Müssen die nicht eigentlich dazu, ich glaube. Das ist die Frage, kommen die Glühbirnen? Ja, das sind ganz normale Ressourcen. Zählen die auch bei den 7er Karten? Ja, aber die, ach so. Das weiß ich nicht, das gucke ich mal kurz. Ich habe die immer als extra behandelt. Mann, dieses verdammte Holz. Rohstoff und Forschungskarten. Also die zählen dazu? Ja, die zählen dazu. Oha. Was? Was hat? Was da die Forschungskarten zählen immer dazu, auch beim Handkarten. Also auch bei einer 7. Ich weiß nicht mal selber, was ist. Was hast du bekommen? Ach, verdammt. Oh, nee, gib mir das doch zurück. Ja, gerne. Willst du? Nee, Holz. Hier wird jetzt nicht gemauschelt. Kein Holz. Ach. Ich glaube, mehr habe ich nicht, ne? Gut. Eddie greift einmal ins Mystery Bag, bitte. Mystery. Parlament. Hey, wir haben wieder das... Ach nein. Gut, wer hat die wenigsten? Irgendwer hatte 3, glaube ich. Ich habe auch 3. Dann kriegt ihr beide einen beliebigen Rohstoff. Oh, geil. Und ich lege eine Karte in den Vorrat. Einen beliebigen Rohstoff. Zählt dazu auch die Glühbirne? Ja. Rohstoff oder Forschung. Oder? Ja. Hm.
Ach, eine Glühbirne, da ist auch quasi, es ist ja interessant, ich habe die Glühbirnen komplett unterschätzt. Shit, ich hab was voll verkackt, leider. Boah, oh, das kommt weg. Ich kriege hier keine Sachen für. Und Eddie bekommt hier, beziehungsweise, was ist das? Simon bekommt hier einmal, zack, zack. Schon. Oh, okay. Und die zweite 3 ist dort hinten, da bekommt ein Garen für Nils. So, und ich gucke, ob ich was machen kann. Ja, es ist sehr schwer tatsächlich, weil ich habe irgendwie, ich kann ja gar keine irgendwas bauen, weil ich gar nicht genug Platz habe. Das also ist ein Problem, ja. Muss ich ja wahrscheinlich, was kann ich alles machen? Das wäre eine Sonderkarte. Genau, das wäre ja so eine eigene Karte. Da kann ich auch nicht. Gut, dann baue ich eine Straße, bringt ja alles nichts, muss ich ja machen. Sonst komme ich ja nicht vom Fleck. So, muss ich mich hier mit Gelb streiten. Und möchte jemand Stahl tauschen gegen Backstein zum Beispiel? Was willst, was bietest kein du? Ich biete Stahl. Kein Stahl. Ich hätte gerne Backstein. Kein Backstein. Niemand. Nee, hat einfach, ist einfach nicht zum Umlauf. Stahl plus Glühbirne. Hat jetzt jemand Backstein? Nee, ist einfach nicht zum Umlauf, glaube ich auch. Gut, dann bin ich fertig. Ja. Mystery Bag. Wieder hier die hier. 3 Glühbirnen. Jetzt habe ich plötzlich noch einen Backstein gefunden. In meiner Tasche. Ich habe nicht gesagt, dass ich keinen habe. Ich habe gesagt, ich habe damit gemeint, dass ich dir nicht geben würde. Eine 5. So, guck mal, hier vorne haben wir wieder Prost. Simon. Plus Prost, Strom. Ja. Eddie. Oder? Nee. Das hatten wir gerade, ne? Nee, das bedeutet Glühbirne, ne? Ja, genau, Glühbirne kriegst du. Und bei mir wird einfach das hier weggenommen. Die Umweltverschmutzung. Gut. Und hier hast du Holz noch, ne? Plus Glühbirne. Habe ich gerade ergeben. Danke. Dann mache ich einmal Folgendes. Ich muss meine Bilanz irgendwie verbessern. Ich baue wieder hier eine grüne Energie mit rein. Stark. Das finde ich endlich mal vorbildlich. Zack. Na, so kennst du mich. Hier oben hin. Komm. Ich muss sagen, das Ozonloch ist schon vor allen Dingen über deinen Städten. Naja, jetzt, also langsam habe ich ja wirklich einiges hier ausgeglichen, ja? Das kommt wieder einen runter. Jetzt sind wir wieder am Startpunkt, siehst du? Also alles gut. Und dann würde ich einmal 2 Strom ausgeben. Was ist deine Lieblingsband? Ozon? Nein, Holz. Ich baue eine Siedlung. Nee, das war Mr. Oizo. Scheiße. Ozon war Blut, aber Dieber, oder? Aber auch irgendwie sowas, ne? Einer dieser krassen 90er-Hits. Nee, das war Eiffel 69. Wer war denn nochmal Ozo? Was, das war diese Boyband. Was nicht? Dragostea den Tay? Nee. Nee. Auch Dragostea den Tay. Ja, war Ozon, ich weiß es nicht. Wieso ziehst du noch eine? Ich wollte für dich nur mischen. Ich habe nur meinen reingepackt, mein Ding jetzt. Fabrik. Mein Grün. Eine 4. Da einmal ein Brot für Nils. Brot für und die. Da haben wir einmal Brot für den Nils. Brot und zack. Und einmal für Etienne ein Schaf. Entschuldigung, ich habe dir das Falsche gegeben, glaube ich. Ich krieg Schaf. Ja. Moment, jetzt nur eine Sache kriege ich. 2. Ja, aber du hast trotzdem mich wieder vergessen. Also du siehst es nicht. Ja, ich sehe es von hier aus tatsächlich nicht. Ja, ja, okay. Von hier aus heißt es nicht. Ja, ja, jetzt verstehe ich, warum. Ist gut. Ist in diesem Winkel ist genau deine Stadt davor. Tut mir leid, ja. Nö, aber du siehst ja, dass ich aufpasse. Ja, ja, ne? Kannst du mit mir nicht machen. Nein, nein, nein. Okay. So, wer ist dran? Jetzt. Das Erste, was ich machen muss, möchte jemand mir Lehm, also Ziegel, wahrscheinlich immer noch nicht. Ich habe keine Karten. Laufen. I don't have. So. Gut, dann, Steffen, es tut mir leid. Du kannst mir nichts ziehen, ich habe nichts. Nee, ich hatte dir das ja gesagt. Wie, du hast ich habe keine Karten. Du hast keine Karten? Nee, und ich habe dir den da auch nicht hingestellt, by the way. Er hat dann gerade... Das war Simon. Blau. Du hast Holz bekommen gerade. Ja. Ich habe nichts. Ja, ich spiele meinen Johnny, weil ich muss ja wegnehmen. Und ich will versuchen, das Holz zu bekommen, was gerade bei der 5. Oder warte mal, 8. Nee, Lehm, wann kam der 8? Auch blau. Ich zieh bei dir. Das ist Etienne, meinst du? Nee, du bist nicht bei gelb. Ich bin blau. Überhaupt nichts. Ach so, nee, ich wollte bei Simon, Entschuldigung. Ja, aber er hat den aber schon hingestellt. Nee. Ja, ich hab's, Entschuldigung, ich hab gedacht, du. Ja, mach du. Dann gehe ich hier raus. Nicht beim Schach. Und
Es ist einfach sein Instinkt. Haben, das bleibt übrigens da stehen. Warum? Er hat es nicht bekommen. Sehr gut. Ja. Weil das Geile davor, hast du schon den Finger an der richtigen Karte. Echt? Dann hab ich hier nochmal abgelenkt und dann plötzlich dachte ich mir, geil. Große Schweinis. Seid ihr große, große Schweinis. Aber habt ihr gemerkt, wie er instinktiv den Räuber auf mein Feld setzt? Und auf meins, möchte ich auch bitte nochmal anmerken. Ja, 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 ganz gut. Wollte dir schaden, aber hat trotzdem mir geschadet. Ist gegen seine Natur. Schicksal will dir schaden, vielleicht. Das ist seine Natur. Dein Schicksal geschadet. Ich möchte mich nochmal kurz anmerken, ja? Von dreimal, wo Nils den versetzt hat, hat das immer irgendwo angesagt, wo ich sitze. Ja? Also ich bin ja, du könntest dich viel mehr, aber auf dich achtet in dem Fall ja keiner. Deswegen. Warum nicht? Weil du dich nicht genug aufregst. Du bist zu positiv. Ich finde ehrlich gesagt, es geschieht dir recht. Dankeschön. Dankeschön. Deine Appeasement-Politik hat nicht funktioniert und das ist die Lehre da draußen. Okay, ich baue so eine Stadt. Was willst du denn damit? Warum denn? Du willst ja nur die Umwelt zerstören. Eben. Ihr seid gemein. Willst du den hinsetzen? Zwei Möglichkeiten. Wieso hast du denn jetzt zwei Toaster reingemacht? Du musst zwei Toaster. Zwei Toaster und eine Stadt. Ja, Stahl. Ich hab, ach ja. Ich baue die. Zwei Stadt habe ich den. Zwei Toast. Bekommen oder abgeliefert? Du bleibst quasi, bleib offen liegen. Wenn du drei davon benutzt hast, dann kriegst du diesen Kollegen. Oh, okay. Und das bedeutet. Nils bekommt einen Siegpunkt. Ja, und das wechselt wieder. Was? Wie kriegt man das? Wenn du drei von diesen Umweltschutzkarten aufgedeckt hast. Du hast bisher nur einen aufgedeckt. Was denn? Habe ich gerade irgendeinen Fehler gemacht? Ich hatte doch zwei Toast, drei Stahl hast du ja reingemacht. Definitiv. Mir fehlt aber eine Karte. Ach du fuck it! Drei Karten? Nein, die sind mir runtergefallen. Drei Stück? Als Simon gezogen hat. Ich habe mich schon gewundert, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich wundere mich, wo sind wir zurückspringen, gucken wir auf die Siege. Ja, ich wollte gerade sagen. Was jetzt ist, brauchen wir hier, wie ist das Symbol? Videobeweis? Hey. Videobeweis, bitte. Hat den ich aber schon hingestellt. Das ist ein Skandal. Ich hatte, warte mal, da fehlt immer noch eine Karte. Ich hatte drei von. Nee, hatte ich nicht drei von denen? Hatte ich fuck. Oh, okay. Ne, wenn wir sie offen aufgeblättert hätten, wäre all das nicht passiert. Ja, schön. Schön, schön. Alter Schwede, ich bin so ein Trottel. Jetzt. Ja, das war jetzt einfach mega dumm. Ja. Fuck. Ja. Ich jetzt. Mein Plan. Was denn? Dann bin ich jetzt fertig. Willst du den Bau zurücknehmen? Ja, nee, das ist auch scheiße gemacht. Ja, wieso? Du hast ja die Karten, hättest ja gehabt. Also. Wenn du das möchtest, kannst du nochmal zu. Das ist ja noch deine Runde. Ja, es passt schon, okay. Ja? Ja, ja. Hm. Trotzdem. Dann einmal ins Mystery Bag bitte, über Simon. Mystery. Sorry. Was ist passiert? Oh, ja. Umweltverschmutzung. Oh, nein. Oh, toll. Ja, bin ich langsam wieder besser eigentlich? Dann irgendwie nicht, ne? Scheiße. Da hab ich dann irgendwas reingeritten, habe ich das Gefühl. Und dann darfst du würfeln. Mein Gott, endlich. Eine 8. Und die 8, da ist die 8 wieder. Ich krieg so ein Stromding diesmal. Ja, diesmal habe ich dich im Blick. Hier, guck mal. Oh, ich krieg auch Strom. Da ist auch noch, ne? Hier ist auch noch zwei. Ich krieg Strom. Und ich krieg zwei Leben, kriegst du, Eddie? Genau. Zwei? Du hast so zwei. Ah, ja, tatsächlich. So. Oh. Als erstes würde ich gern mal eine Stadt bauen. Was ein Dorf, das ist eine Siedlung, ne? Oder kann man doch gleich eine Stadt? Warte mal. Das ist einfach nur eins. So ein Feld muss geben. Was wolltest du machen, Simon? Okay, folgendes. Ich würde erstmal gerne das hier einwechseln. Gegen? Will ich nichts Falsches sagen. Gegen einmal Stahl. Einmal Stahl, bitteschön. Mhm. Danke. Wichtig ist auch bei dem Strom, ne? Ihr habt da unten 5 Slots. Mehr dürft ihr auch nicht haben. Kann das sein, dass ich mit einer Glühbirne so ein Ding kaufen kann? Ja, das haben wir schon die ganze Zeit gemacht. Was? Wo? Was? Mit einer Glühbirne kann man einen Kohlekraftwerk bauen. Habe ich auch vergessen. Habe ich völlig vergessen. Oh. Habe ich die ganze Zeit gemacht. Leute. Oh. Das heißt, ich hätte meine anderen Städte eigentlich schon mit. Okay, dann hätte ich halt mehr Umweltverschmutzung, genau. Aber eventuell ja auch mehr Strom. Ärger auch, ja. Hättest du halt die Arschkarte, die ich jetzt habe aktuell. Okay, erstmal die Stadt. Ja. Die würde ich gern dann hier. Darf ich sie nicht hinbauen? Nee, warte, du hast. Darf ich gar nicht. Du musst eine Siedlung ersetzen, ja. Also kannst du die gar nicht bauen. Du musst erst ein Dorf bauen und das dann upgraden. Okay, dann nehme ich die wieder zurück, ne? Yep, ja, ist für mich natürlich jetzt. Also, hier hättest du sie so oder so nicht hinbauen können, weil du nicht zwei Abstände. Das auch noch, ja. Also habe ich jetzt gar keine Möglichkeit, die zu bauen. Wenn du musst erst eine Siedlung bauen. Eine Siedlung könnte ich ja bauen, aber die kann ich auch nicht bauen, meint ihr? Die kannst du aktuell auch nicht bauen, weil du nichts frei hast, wo zwei Abstände sind. Also du müsstest erst eine Straße bauen. Eine Straße bauen. Okay. Straße?
So baue ich erst eine Straße. Und zwar, gute Frage, aber wahrscheinlich hierhin. Macht Sinn, ja. Es tut mir leid, ich kann es ja nicht ändern. Und eine, war nicht zu fassen, ey. Ich würde gern. Ich gehe jetzt. Warte kurz noch. Ich bin gleich. Zwei Brot, scheiße. Kann irgendeiner mir Brot geben? Nein. Ich kann Garn und vier Ideenkarten hergeben. Überhaupt kein Brot. Oh, das ist ja auch, warte mal, das ist von mir, ne? Ja. Ja, dann, Entschuldigung, ich brauche euren Scheiß nicht. Hier, das Ding. Das ist das? Nee, ich kann schon wieder keine, ich frage, ey, das ist Wahnsinn, stimmt. Erste Siedlung. Hat jemand Holz oder Lehm? Ich hab Lehm. Ja, Stanislav? Stanislav? Nee, aber welchen, also ich meine, also willst du den hergeben? Ja, kann ich hergeben. Für was? Ich hätte gerne Brot dafür, wenn du es hast. Das ist doch genau das, was ich nicht hergeben will. Oder Holz. Das ist auch, was ich nicht habe. Den Kram brauche ich nicht, Simon. Brauchst du nicht vielleicht Garn oder auch Ideen? Nein. Den ganzen Müll brauche ich nicht. Okay, dann gib mir so eine Ereigniskarte noch. Wart mal ab, wenn das jetzt was ist. Du baust mit drei baust du dir ein Kraftwerk. Nehme ich Ereigniskarte gibt's. Okay, ein grünes Kraftwerk. Mann, ich bin. Du hast aber auch noch viel. Du hast aber auch noch zwei. Also kurz. Also ja. Erstmal hast du das grüne Kraftwerk. Ich weiß, ich habe noch zwei für eine Karte, ja. Ne? Genau. Da könnte ich mir. Ja, machen wir gleich. Was kam denn häufig? Ja, mach ich jetzt einfach. Ja. Komm, ist egal, ne? Die 5 ist einfacher, glaube ich. Dann nimm bitte noch mal die beiden grünen Chips, die du noch bei dir liegen hast. Auf der rechten Seite von dir. Die beiden grünen, genau. Die muss ich dir geben, ne? Ja, stimmt. Genau. Okay. So. Okay, jetzt würde ich gerne die noch eintauschen für das letzte, was ich noch brauche, um die Siedlung. Nee, es reicht ja schon wieder nicht, weil ich ja nicht. Ich habe auch zwei Sachen. Was hättest du denn gerne? Ich hätte gern Holz und Lehm. Okay, du kriegst eins von beiden, also gebe ich dir Holz. Ja. Für deine zwei Strom, die du gerade benutzt hast. Ja, okay. Ja? Okay. Niemand will für Garn und eine Idee Lehm. Eine Idee, zwei Garn. Für eine Idee, Lehm. Zwei Garn? Ja. Okay, da bin ich dabei. Aber hast du auch zwei Ideen und ein Garn? Nein, habe ich nicht. Okay, dann machen wir es so. Zwei Garn, eine Idee. Auch noch hier. Weißt du, Beggars can't be choosers. Jetzt willst du hier noch. So, und ich mache ja die letzte Aktion natürlich dann noch endlich die dumme Stadt. Erste Siedlung. Dümmste Mensch. Die Siedlung. Was? So, Ressourcen dafür natürlich noch ausgeben. Und zwar das. Du hast kein Garn mehr? Ich habe kein Garn mehr. Leid, Simon, es tut mir leid. Alter, ey, hier sind die Würfel. Du bist aber auch, Alter, du bist auch so. Du hast mir das angeboten. Spucknapf. Du hast mir das angeboten, was soll ich denn machen? Alter, du hast mich für die Hand. Wirklich hier die Glasperlen. Ja, es sind so eins der Glasperlen. Nehmen Sie die bitte. Ja. Für ihren. Du hast mir angeboten, die Glasperlen. Land. Hier, komm mal. Und dann darf er die würfeln. Mach ich das jetzt? Erst würfeln. 5. Ja, es wird nichts. Gibt's nichts? Was? Der Typ steht hier, der Inspektor. Und da haben wir einmal Eddie, du nimmst sie selber, ne? Zack, und ein. So, jetzt kann ich die drei Glühbirnen. Ja. Für sowas hier. Mhm. Und dann den grünen Chip bitte einmal. Schön. So. Komplette Straße, ich glaube, komplett wieder für den Arsch. Also. Straße. Holz brauchst du. Ja. Ich tausche zwei Toast gegen ein Holz. Ah, stimmt. Der Toastdampfer ist da. Toaster, da ist er. Zwei. Ja. Straßen. Zwei Straßen. Aber du bist richtig lebenreich. Und brotreich. Wohl, gerade wenn ich. Ah, komm, Simon, aber mich nicht. Mhm. Muss ja irgendwo hin. Wo soll ich denn hin? Ihr habt mich ja, komm, oder warte mal. Wir haben es dir nicht leicht gemacht, nee. Kommt dann blau und fickt nicht. Das würde ich niemals machen, Eddie. Ah, ja, ja. Kennst mich doch. Obwohl, warte mal, ich habe doch noch. Ich habe noch diese Dinger hier. Damit kann ich. Eine Ressource kaufen, zum Beispiel eine beliebige. Kannst auch deine Handkartenlimit erhöhen.
mich an. Hat jemand Lehm? Nein. Du bist die Lehmquelle für alle. Keiner? Nee, wirklich nicht. Ach, jemand Holz? Nee. Ist beides schlecht besucht. Keiner von euch will mit mir handeln. Also, ich hab's aber nicht. Ja, ja. Ich hab's aber nicht. Ich will auch eine Glühbirne noch dazu packen. Problem ist auch das hier, die 5. Problem. Nils, das wäre deiner gewesen eigentlich. Problem. Ja, Entschuldigung, ja. Ich war gerade abwesend, aber hast du sehr gut gemacht. Stark. Hast du gerade im Kopf, hast du gerade deine Strategie ausgerechnet? Eddie, was willst du machen? Let's go. Wir wollen noch essen heute. Das ist lustig, dass ich immer beleidigt werde, dass ich so lange brauche. Es hält einfach keine Überprüfung stand. Nächstes Mal nehmen wir einen Schachtimer mit zu Katan. Gut, dann nehme ich dafür noch die 2 Strom. Ja. Kann ich mir eine Ressource aussuchen? Vollkommen richtig. Nehme ich Brot, beziehungsweise tue die anderen hier rein und dann kann ich noch eine Gemeinschaftskarte ziehen. Darf ich die direkt benutzen? Ja. Darf ich dann die Straßen, die ich eben gebaut habe, noch woanders hinstellen? Nein. Aber ich wusste, ich hätte ja die Reihenfolge anders machen können. Achso, ja, das ist auch anders machen. Ja, ist okay. Hätte ich zuerst die Karte gezogen, hätte ich diese Info vorher gehabt. Ja, ich krieg 2 kostenlose Straßen. Das ist immer noch deine Runde. Ich erlaube es. Das ist, komm. Dann mache ich die nämlich so und 2 kostenlose Straßen. Ja. Weil sonst ist ja dumm. Ja, ist gut. Das ist, so. Ist eine gute Sache. Und. Kann sie fast noch verbinden, wenn du willst. Hast du die längste? Den. Was ist denn am besten? 2 Holz haben. Ja, Holz kommt man so wenig. So. Ja? So, dann geht die wieder zurück oder was passiert? Die kommt zurück, genau. Die Straßen, die kommt hier hin. Okay. Dann bist du fertig? Ja. Gut, ich greife mal ins Mystery Bag und wir haben die Überflutung. Aber ist noch alles im grünen Bereich, liebe Leute. Keine Sorge. Das ist eine 6, liebe Leute. Wir haben hier einmal die 6. Das ist das für mich. Strom. Und da unten genau. Stahl und eine Glühbirne. Und hier 2-mal Stahl und eine Glühbirne für Nils. Herzlichen Glückwunsch zu dem Stahlreichtum. So, und dann würde ich einmal für 3 Glühbirnen eine grüne Energie bauen, weil ich merke schon, dass langsam das fossile Zeitalter ist anscheinend vorbei. Ich muss ja auch irgendwie an meine Energiebilanz hier denken. Zack. Ich finde es schön, dass so viel grüner Strom überall ja, ist. Ja, dass wir uns da echt einig sind. Ich tausche, ich habe ja da oben hier einen Hafen. Das heißt, ich tausche 3 von denen hier gegen ein Holz. Und für 2 Energie hole ich mir ein Dingensen. Dingenskirchen. Und dann baue ich eine Straße. Und dann auf Nils. Müll. Sieht noch nichts. 1-6. Bereits wieder. Strom. Stahl. Stahl geht gut weg hier. Schön. Mhm. Strom hast du ja auch genommen, Eddie, ne? Ja. Gut. 3, also die sind ja eigentlich nur für diese Kraftwerke gut, ne? Ja. Dann baue ich ein grünes Kraftwerk. Mhm. Bauen wir hier. Und der Chip kommt bitte einmal hier rein. Blip, gut. Sag mal, kann man 4-1, kann man auch immer tauschen, ja. Oder? 4-1 darfst du immer tauschen. Aber wenn man 4. Probier doch erstmal 3-1 mit mir zu tauschen. Hast du Lehm? Nein. Will irgendwer einen guten Lehm-Deal? Kein Lehm. Tja, aber man muss ja vorankommen im Leben, ne? Irgendwann muss man auch vorankommen, ja. Muss man. Niemand will mir Lehm geben, sehe ich das richtig? Wir haben halt keins, was sollen wir denn machen? Im Leben nicht. Uns aus dem Arsch ziehen? Ich muss 4-1 tauschen. Soweit ist es schon gekommen. Hast du keinen Hafen? Hast du einen Hafen holen? Ich baue jetzt 4-1. Ja. Einmal. 4 gleiche, ne? Zack, zack. 4-1 in der gleichen. Und jetzt. Also, Stahl. Boah, das ist echt schmerzhaft. Nein, vielleicht Verhältnisstrahl. Mehr Siedlungsmann. Simon seine Twitch-Videos aus. 4-1? Was? 4-1. Keine Ahnung. 4-1?
Wie du meinst, von mir 4 auf 1 von dir, meinst du, oder was? Ganz langes Bild ist das. Haben wir die einen runter gemacht? Weil ich. Ja. Achso, nee, runter, du hast ein grünes auch gebaut. Nee. Ja, ich habe ein grünes auch gebaut. Dann habe ich es nicht runter gemacht. Dann ist einmal hochgegangen. Jetzt stark. Nils tut was für die Umwelt, wenigstens etwas. Dann ist jetzt Simon dran. Ja. Mystery Bag. Da habe ich viel vor. Schmutzi, einmal Schmutzi. Aber ist noch okay. Leute. Schamutzi. Nee, das ist sogar die Produktionssteigerung. Stimmt, das war ja das Gute, komischerweise. Das ist das gute Negative. Das habe ich ehrlich gesagt immer noch nicht. Aber steht hier. Erst würfeln, ja. Hab ich gelesen. Ziehen, würfeln. Genau, ziehen, würfeln. 10, die hatten wir noch gar nicht. Die ist wirklich brandneu. Gar nichts. Niemand hat irgendwas. Doch, du, blau. Blau. Holz, ich habe noch nie ein Holz bekommen. Das ist Energy. Ich hätte sie gehabt, wenn Simon mich nicht gekockblockt hätte da. Ja, das war ein bisschen doof. Für dich. Du musst jetzt hier deine Siedlung bauen. Ja. Hat jemand Interesse an Garn? Also nein, nicht Interesse. Möchte mir jemand Garn geben? Was willst du denn dafür geben? Naja, es ist nun wirklich keine Ressource, die wir alle brauchen. Ne? Hier ist Garn, Garn, Garn. Also ihr beide seid meine... Garn Brothers. Was? Garn Brothers. Ja. Wer von euch will einfach nur traden und wer will mir auf den Sack gehen? Geben? Nein, Nils, hast du Garn? Naja, nicht zum Traden, nee. Nee? Es sei denn, was hast du denn für, was willst du denn anbieten? Nee, du kannst doch sicher Stahl gebrauchen. Ich kann dir auch hier einen guten Stahl-Deal anbieten gleich, wenn du mir hilfst. Steffen? Auch okay. Dir? Ich habe gerade 4 Stahl abgegeben. Okay. Wenn du 2 Stahl hast, würde ich 2 Stahl nehmen. Da du mir hilfst, dann günstiger an Stahl zu kommen, würde ich sagen, ist das sogar was okay. Wie günstiger an Stahl? Ich kann dir nicht helfen, günstiger an Stahl zu kommen. Du hilfst mir dadurch, weil ich dann da meinen Hafen anbauen kann. Ja, also, ne? Ja, 2 ist okay. Ja? Ist auch fair. Es ärgert mich, aber 2 ist okay. Es muss auch ein bisschen wehtun. Ja, dann kann ich jetzt endlich die Siedlung hier mal hinbauen. Endlich. Glückwunsch. Aber die Ressourcen bitte dafür? Stahlhafen. Das wollte ich auch. Das. Ohne Stahl. Ja, schön. Nur übrigens bei 8 Siegpunkten. 8 von 10. Möchte ich Strich ruhig durch die Rechnung gemacht. Ja, jetzt einfach nur noch in Gemeinschaftskarten investieren und Siegpunkte holen. Wäre eine Möglichkeit. Brauchst du noch 2 Gemeinschaftskarten? Was ist das sind die hier. Es sind auch Siegpunkte dabei. Also wenn ich 3 Birnen habe. Oder das, ja stimmt. Toast, Garn und Stahl ist eine Karte. Ja. Und theoretisch kann eine Karte ein Siegpunkt sein. Ja. Oh, okay. Und du hast ja auch das hier noch, wenn du noch 2 von denen hast, dann hast du auch... Na gut, habe ich ja nicht. Aber okay, du bist dran. Hm? Ich darf mal ins Mystery Bag greifen. Die Handelsstraße dir holen. Aha. Was ist das? Windrad. Windrad, also noch gut. Das ist, wer die meisten grünen Kraftwerke hat, nimmt sich einen beliebigen Rohstoff oder Forschungskarte. 5. Runde 5. Toast. Das wird immer noch nicht bedient hier unten. Das heißt, wir haben Toast. Ey, wer, Nils, ne, du hast den da hingestellt. Das ist nicht geil gewesen. 5 bin ich. Nee, warte mal, Toast plus, ich bin ja das. Plus eine Forschung, ja. Schön. Und Energie für mich. So, ja, erstmal 3 für Clean Energy. Mhm. Und die packe ich hier hin, oder? Ja. Da ist möglich, ja. So, auf die 5, ne? Mhm. Und dann... kann ich nicht mehr so viel machen, glaube ich. Müsste eine Siedlung bauen dafür. Möchte jemand Stahl und würde dafür Garn, Holz. Ich kann dir Holz geben für einen Stahl. Was? Ich kann dir Holz geben für einen Stahl. Holz? Mhm, ja. Für einen Stahl. Schön. Und ich hätte noch einen Stahl für Garn. Will jemand Garn. Stahl gegen Garn? Gar nicht? Garn nicht? Gar nicht. Schade, Leute, schade. Und wenn ich noch eine Glühbirne dazu packe. Du hast noch 2 Energie, kannst du auch benutzen. Oh ja, stimmt. Aber es bringt mir gerade noch nichts. Ja, du kannst ja dann das, was du haben möchtest, ja eine Ressource nehmen. Für die beiden Energie. Wenn du noch was brauchst. Ja, nee, ich brauche zu viel noch. Achso, okay. Ich brauche Holz. Stein könnte ich. Ja, mir fehlen leider noch 2 Ressourcen für das. Könnte aber. Ich spare. Achso, das kommt übrigens ins Säckchen. Oh ja. Hm? Säckel. Nee, weißt du was? Ich mach dann, weil ich zu ungeduldig bin und Simon sonst gleich beendet, hole ich mir hierfür Garn. Mhm.
Ein Garn für zwei Energie. Genau, und dann mache ich das für eine Gemeinschaftskarte. Okay. Versetze den Inspektor. Kann ich das ja direkt machen? Kannst du, ja. Und dann. Du bist aber. Achso, du willst eine Karte haben, ne? Du bist nicht betroffen, ne? Nö, aber ich krieg ja eine Karte, genau. Simon ist gelb. Das ist korrekt. Simon ist gelb. Wie schaden wir das? Was ist dein stärkstes Feld? Mathematik. Ja. Wahrscheinlich die 8. Wenn du auf mich hören sollst. Wo ist denn der Mannequin bei der 5? Ach so, du hast den gerade in der Hand. Wie viele Karten hast du noch? Warum sage ich das überhaupt? 2. Das kannst du schon sagen. 4. Ja, jetzt müsste man natürlich wissen, was die letzten Felder so waren. Aber ich meine, ich ziehe bei dir. Ich glaube, du warst der. Ich habe gerade drauf geguckt und wüsste es nicht mehr. ja, du willst ziehen. Ich finde beide gut. Ja, ich finde beide. Ich habe nur 2. Ich finde echt. Okay, so viel dazu. Den findest du nicht gut. Ich finde den wichtig. Das ist das Einzige, wo ich selber gut dran komme. Ist fertig? Ja. Kommt man ins Mystery Bag. Die Umweltverschmutzung hier, aber bisher. Oh, 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 oh. Es wird langsam eng. Und wir haben eine 6. Das wir haben hier unten wieder. Zack. Und Nils bekommt auch ebenfalls einen Garn. Und wir haben hier wieder die große Garnschlacht. Ich krieg seit Ewigkeit nichts mehr. Ich krieg Schlag, Strom, Energie, Birne und ich krieg immer nur Stahl. Ey. Gut, dann ist mein Zug. Ich baue eine Stadt. 3 Stahl und 2 Brot. Was ist eine Stadt wert, wenn dort die Menschen aufgrund der Verschmutzung sterben? Ey, ich versuche hier wirklich alles, um das noch wieder hinzubiegen. Ja? Nee, ich du hast schon 2, 4, 6. Es kommt alles. 7, 8. Hier ist -3, habe ich. Ja, bist trotzdem bei +5, trotz grüner Energie. Ja, komm, weißt du, was ich mache? Ich tausche hier die 2 Blitze gegen eine Forschungskarte. Und die Forschung gebe ich aus, um noch eine grüne Energie zu bauen. Gut. Bist du ein Happy? Ja, subventioniert Etienne vom Staat. So. Ja. Das haben wir gern. Ich mache die 6 ran. Und dann darf Nils einmal reingreifen hier, wo wir schon dabei sind. Lal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 
Das heißt doch selber, Simon ist auch im Besitz von Lehm. Oh. Na, nicht die Stadt wegnehmen, mein lieber Freund. Wo kommen wir denn da hin? Also bitte. Das war so, das heißt, ich muss jetzt einen Simon-Feld nehmen, damit ich bei dir Lehm ziehen kann. Weil du hast, glaube ich, am wenigsten Karten. Du hast 3, du hast super viele. Ah, du hast auch 3. Ah, bei Steffen gibt es auch eine hohe Chance auf Lehm. Kommt ja drauf an, wie viel Lehm jemand hat. Das stimmt wiederum. Aber Simon, bist du... Ah, warte mal, Steffen ist auch da, bei der 8 auch noch zu Hause. Hm? Könntest du mich auch um Lehm bitten? Hast du überhaupt Lehm? Sag ich dir nicht. Okay, ich gehe zu Steffen. Oh, du ziehst uns da alle mit rein jetzt. Ich Wieso auch, denn ich? Ja, weil ich auch... Kann ich doch nichts hören. Jetzt bin ich hier, ich bin das Opfer hier, ja? Also bitte. Ich bin das, du bist doch nie ein Opfer oder? Gewesen. Viel Spaß. Bist du gelähmt? Vor Freude. Ja, gut. War kein Leben bei dir. Vor Spaß. Ich Fan von bin. Kein Leben. Okay, pass auf. Dann machen wir jetzt Folgendes. Fuck. Erstmal. Ich würde Hashtag danke. Bitteschön, ja, kein Problem. Hashtag danke, Steffen. Dann, jetzt werde ich hier wieder angekackt dafür, dass du nicht von mir das Richtige ziehst. Ich kaufe zwei Dinger, ein Brot. Ein Brot? Und kauf noch ein Achso, Dings. Ja, noch eine Dingenskarte. Jo, und dann verabschiede ich mich für diese Runde. Zeit fürs Mystery Bag. Irgendwas Grünes mit Windmühlen. Oh, dann sind wir da fertig. Und zwar, wer die meisten grünen Kraftwerke hat, nimm dir eine beliebige Rohstoffkarte oder Forschungskarte. Ich habe 4. Ich hab 3. 3. Dann darf ich mir eine Rohstoffkarte nehmen. Ich nehme ein Holz. Ich fände es nur fair, wenn man die braunen davon abziehen müsste. Wie gesagt, ich tue auch viel für meine Kohlekraftwerke, die jene noch gebaut haben. Es geht ja um eine Ökobilanz. Ja, die Bilanz ist, ne, Ertrag minus, plus minus minus. Grün minus braun ist der Ertrag, ja. Richtig, da bin ich trotzdem immer noch okay. Würde ich das hier anmerken. Dann bin ich nur bei 4. Hattest du gezogen schon? Ja, ja. Das war das gerade eben. 6. Ich krieg eine Glühbirne. Oh, wie ich die 6. Stahl und verachte so als Zahl. Wolle. Ich einfach nichts gebracht. Ich krieg seit 5 Runden nichts. Für den fantastischen. Einfach gar nichts. Und Strömelein. Ist schön. Ich krieg aber noch. Ah ja. So, noch ein Strom. Hier jetzt. Strom ist ganz gut, muss ich sagen. Schön. Strom ist von und von, ja. Und Simon ist dran. Wieso hab ich denn? Will jemand vielleicht. Ja, ich bräuchte mal Holz. Aber ich sag's gleich, ich habe nicht so viel geilen Shit. Ich kann aber. Weiß ich nicht. Hast du Toast? Für Holz? Ja, könnte ich machen, aber ja. 2 Toast. Willst du nicht auch irgendwie vielleicht Metall haben? Ich bin doch an dem Metallhafen. Willst du nicht das irgendwie haben? Dass ich dir was Leckeres hole? Metall zum Beispiel. Ich würde dir ein Holz geben für 2 Toast. Du hast jetzt einfach die Preise erhöht für mich. Das ist ein 2-1 Trade. Dafür müsstest du normalerweise einen geilen Hafen einnehmen. Ja, aber das... Ja, dann nicht. Warum nicht einen? Einen für einen? Weil du 2 Punkte vorm Sieg bist. Ja, und? Ja, dann lassen wir es. Ich muss, es ist eh nicht schlau, mit dem Führenden zu handeln. Will irgendjemand Holz mir geben? Nein, Richter Alexander Holz. Nein. Ja, dann halt nicht. Ja, was denn jetzt? Also ihr könnt ja, okay, dann würde ich das gerne schon mal eintauschen. Warte, gib mir, wie viel, was gibst du denn dafür? Naja, ich habe 2 Karten und eine davon brauche ich. Also ich kann dir eine Dings geben hier. Nee, und nee. Brot. Das ist ja viel zu wenig. Ja gut, dann halt nicht. So kann auch ein Mensch, ein einzelner Mensch, kann doch so nicht existieren. Wenn kann ich das hier auch traden gegen 2 Metall? Nein. Also nur, wenn dir jemand zwei Metall geben würde, dann ja. Natürlich. Aber ich bin doch am Hafen. Ja, aber es ist nur andersrum. Du darfst nur 2 Metall gegen was anderes tauschen. Ach so. Ja. Also wenn ich Metall tausche, kann ich irgendwas anderes aussuchen. Ja. Right. Okay, pass auf. Ja, dann okay. Dann gebe ich dir mein Holz und dann gibst du mir... Die Energiekarte, wie heißt die? Forschungspunkt. Und die Garnkarte. Ich habe kein Garn. Ich denke, du hast hier, was hast du denn? Brot. Ja, dann gib mir. Fass meine Karten. Ja, ja okay. Du das sind gesagt, die 3 Karten, die ich habe. Die beiden wolltest du tauschen, oder was? Naja, ja. Ja, das ist okay. Gemacht. Das, mit den beiden würde ich machen 2-2. Ja.
Und dafür das Holz, okay, komm. Und dafür kann ich mir endlich noch eine Straße bauen. Frage ist nur, wohin? Hier dürfte ich jetzt keine Stadt bauen, ne? In Zukunft? Nein. Das ist schwierig. Dann nehme ich das hier hin. Ja, hier zum Brot wäre eigentlich auch gut. Aber da darf ich auch keine Stadt bauen, okay. Dann Eddie darf einmal ins Mystery Bag greifen. Oh! Oh! Damit ist es die Umweltkatastrophe. Scheiße. Du darfst bitte einmal würfeln mit den zwei Würfeln. Das bedeutet, auf jede 8 kommt jetzt ein Umweltschaden. Das ist doch einfach unfassbar scheiße für alle Beteiligten. Alter, ey. Du sorgst jetzt halt einfach mal für meinen Niedergang. Und dann darfst du nochmal würfeln. Und nochmal agieren. Kann ich jetzt schon, bevor ich würfel, den Umweltschaden mit einem Blitz wieder wegmachen? Du musst erst würfeln. Ja. Lol. Ach, das gibt's nicht. Aber das bedeutet, die ist sofort wieder weg. Schwierig. Schwierig. Yes. Jesus Christ. Lass mich über. Ich mache hierfür natürlich wieder mal grünes Kraftwerk. Hier kommt ein Säckchen. Yep. Und ich mache das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Dahin möchte jemand mit mir tauschen. Ich brauche Toast. Habe ich da nicht. Ich habe gute Ressourcen im Angebot. Holz und Stein. Kein Toast da. Toast ist aus. Holz, also was für ein Stein? Also Stahl oder Lehm? Lehm, Backstein. Okay, dann baue ich eine Stratjes. Und ich benutze eine Glühbirne für ein dreckiges. Aber sich bei mir beschweren. Das ist das erster dreckiger Strom überhaupt von mir. Ich kann den sogar nur an eine Stelle packen. Auf die 11. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber ich mach's trotzdem, damit ich irgendwas mache. Das war's? Ja. Alright. Mystery Bag. Wieder das grüne Ding hier. Und wir würfeln einmal eine 4. Die hat man ja auch noch nicht so oft, aber Nils bekommt natürlich wieder genau das, was er wahrscheinlich braucht. Schön. Und das hier. Und der gute Nils bekommt ebenfalls einen Garn. Und Strom, ist da ein Strom? Da ist ein Strom. Entschuldige, das war gerade für Simon. Oh, was? Mein Fehler. Das Garn? Garn und eine Glühbirne. Genau. Und ein Strom. Mm. Gut, ich würde meine beiden Strom ausgeben, um mir eine... Aber Nils bekommt einen Toast. Den hast du vorhin schon bekommen, den habe ich dir schon gegeben. Ja. Toast plus Glühbirne kriegst du. Ja, danke. Ja. Und dann baue ich eine Siedlung. Wie könnt ihr eine Siedlung bauen? Ja, ich tausche mir jetzt meistens mit Strom. Das funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Strom muss man hier... Schwein. Und das war's bei mir. Fabrik. Jetzt kommen wir wieder zur der Produktionssteuerung. Nee, weiß ich nicht. Wer hat die meisten Verschmutzungspunkte? Ich bin bei 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 5 bin ich. Was habe ich denn? 4, 5, 6, minus 3 sind 3. Was ausrechnen? Genau, du hast 4, 5, 6, minus 3. 1. Dann darf ich tatsächlich wieder etwas bauen. Ich kriege ein braunes Kraftwerk kostenlos. Da. Dann nehme ich eine Rohstoffkarte und zwar ist es in diesem Fall ein Schaf. Ja. Und die kommen weg. Dann auf Nils würfeln. 9. Die 9 haben wir hier einmal. Da bekommt Nils wieder zweimal Garn und eine Leuchtkram. Da vorne bei mir auch nochmal. Ich krieg auch noch. Muss zweimal hier, ne? Nicht. Ja.
Zack. So, und einmal für Simon. Und noch ein. Und ein Strom. Genau. Bitteschön, jetzt achte ich drauf. Ich tue was für alle. Ich baue ein grünes Kraftwerk. Mhm. Und zwar baue ich das hier auf die Neuen. Und das kommt hier in den Sack. Ich baue eine Stadt. Wild, wild. Baue ich die hier. Brauche ich einen Umweltschutz, Johnny. Damit bekommst du den am tiefsten Umweltschützer. Du kriegst 2 Punkte dazu. Oh, jetzt brauche ich noch einen. Und wenn du einen Siegespunkt hast du schon gewonnen. Lege die Karte hier hin. Ah, ist das ekelhaft. Diese Appeasement-Politik. Stark. Sehr gut, jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Gut gespielt. Gut gespielt. Gut gespielt. Gut gespielt. Gut gespielt. Ja, liebe Leute, das war Katan Energien. Vielen, vielen Dank an unsere fantastischen Freunde. Ich dachte, ich würde länger gefeiert werden, aber wir sind sofort abgeholt. Alles muss reichen. Keine Frage, hey, wie hast du das gemacht? Hey! Das hat jeder gesehen. Wir haben es alle gesehen. Vielen Dank, Nils. Ja, wenn ihr Bock habt auf das Spiel, ist gerade neu draußen. Vielen Dank an Kosmos an dieser Stelle. Und wie immer geht natürlich, Brettspiele sind Trumpf und Energie.